Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Mal wieder zum samstäglichen Verantwortungstreff von Schenkerbewegung, der oder Samstalk nennen wir es auch. Seit etlichen Jahren der Talk, den wir so als erstes und als letztes hoffentlich, bis alles verantwortlich geworden ist, durchführen. Sinn der Sache ist, wir reden und denken über viel und damit es nicht nur Mittagessen und Fernsehprogramm ist, stellt sich auch bestimmt dann mal das Thema Verantwortlichkeit als ein sinnvolles Thema dar. Also warum nicht einmal die Woche eine Stunde über die grundsätzliche Verantwortbarkeit des ganzen Geschäfts oder des ganzen Ablaufs des Trotz nachdenken und miteinander reden, könnte es ja wert sein. Also dafür sind wir da und gleichzeitig mag ich Freude hinzufügen, dass wir uns hier auch verstehen als ein Keimexperiment, als einen kleinen Modellkeimling für die Kommuneentwicklung im Sinne der freien Argumentekultur. Denkt nicht, das ist selbstverständlich. Also es gibt so gut wie nicht. Also wir sind hier ein ziemliches einmaliges Pionier. Experiment, wenn wir sagen, unter uns gilt das jetzt. Nicht irgendjemand sagt, das wäre schön, sondern unter uns gilt das, die freie Argumentekultur. Und ja, da haben wir ein Kernteam seit ein paar Monaten jetzt schon, was hier also sich diesen Anspruch stellt und beim Gespräch so die ja, Kerngruppe darstellt. Das ist der gute alte Dylan, das ist der Luis, der Superheld und meine Unbedeutendheit. Und dann kommen andere Leute dazu, ne? Also ich meine, wenn die sich da voll reinarbeiten, sind die natürlich auch irgendwann, frag Kernteam hier auch im Talk, ne? Also die Gela ist ja schon, gehört ja zum Kernteam der illegalen Widerstandsaktionen in Berlin und sowas, ne? Also sind schon kernig die Leute zum Teil, die wir mit dabei haben, ne? Und können ja auch noch richtig kernig werden im Talk. Ja, und wir haben eine Technik. Die hat sich, wie ich jetzt eben gehört habe, noch ein bisschen variabler jetzt, so gestaltet. Also wir machen das normalerweise im Redekreis. Das heißt, es geht in einer Reihenfolge von einem zum anderen und jeder hat eine bestimmte Zeit, die er dabei sprechen kann. Manchmal waren es 2, manchmal waren es 4 Minuten. Die Einschätzung überlasse ich gern dem Dillen, der da auch an den technischen Geräten sitzt, um da die Zeitnahme durchzuführen. Und variabler kann es, wie ich gehört habe, jetzt noch so werden, dass wenn jetzt 2 wirklich da in ein Gespräch miteinander kommen, wo sie so hin und her sich Rede und Gegenrede geben könnten, also wo das Sinn machen kann, da könnte man auch sagen, sie legen ihre Sprechzeiten zusammen und der Dylan wird das dann gekonnt mit seinen Zeitmessanlagen festhalten, dass das auch im zeitlichen Rahmen dann bleibt, aber schaltet dann immer ein und aus. Je nachdem, wer gerade spricht, so dass sie dann ihre, sagen wir mal, 2 mal 4 Minuten miteinander verbringt. Ja, der sitzt hier gerade in die Präsentation. Das kann ich an der Stelle auch gleich sagen. Also hier ist ja Talk. Da wird das so geredet. Wir nehmen es schon mal auf, ne? Weil man soll seine Worte nicht nur in die Luft pusten und dann sind sie weg, ne? Soll ja die Menschheit noch was davon haben. Irgendwann ist das, was wir hier machen, der Grundstoff für die Grundschulen und für die Universitäten der Zukunft. Und weiterführen über das Gespräch hinaus, auch in die schriftliche Ebene, kann man das in unserem ersten korruptionsfreien Freie-Argumente-Kultur-Forum, hat der Dylan hier in der Präsentation aufgeschlagen, freie-argumente-kultur.de. Wer also in die Tiefe gehen will und geordnet mit Themenfäden nebeneinander, ne, was wir hier natürlich nicht so auseinanderpflücken können, weil im Gespräch geht es ja dann schon vom einen Thema zum anderen. Ja, und ach, wo der Dylan hört gar nicht auf, jetzt präsentiert er hier gerade noch unsere Anzeige über die superglückliche Kommune in Deutschland mit wissenschaftlicher Supervision, das ist natürlich die Lebenssubstanz sozusagen, worum es dann auch am Ende geht. Alles gut und schön, wie wir das System verändern mit Reformmaßnahmen, mit Wirtschaftsreformmaßnahmen. Wohlfühlstimme ist ganz toll, ne? Kommen wir immer wieder drauf. Und mit anderen Demokratieexperimenten auf dem Weg dahin. Aber am Ende müsst ihr natürlich dann wirklich auch die Abstimmung mit den Füßen machen, wie der Dylan das da geschrieben hat. Und müsst schauen, was ist die ganzheitliche runde Lebensform, in der ihr am glücklichsten sein könnt und die es schafft, ein nicht korruptes Verantwortungssystem darzustellen. Mit nicht korrupten Entscheidungsstrukturen, mit nicht korrupten Verteilungsstrukturen. Ja, also das müssen wir ja schaffen irgendwie. Und das wäre sicherlich menschengeschwisterliches Teilen miteinander, zuerst der Freiheit, der Entscheidungsrechte und dann alles anderen auch, was das Leben so hat, was man
und was Teilen nachdenken muss. Alles klar, gut, genug gequatscht. Ich gebe dann für den ersten Redebeitrag, der Dylan zeigt ja noch so ein paar Bilder von den Personen, die teilnehmen. Da kann er vielleicht auch selbst ein paar Worte dann noch zu sagen, die Leute dabei vorstellen mit Bild. Ich gebe weiter an den Dylan. Ja, damit die Gela mich hört, muss ich ja jetzt den, ja, jetzt denke ich, hört sie mich gut. Ja, also ich zeige gerade die Bilder hier von Gela, von mir eine Variante. Dann haben wir den Louis, den wir natürlich größer machen müssen. Aber der hat ja vielleicht nachher auch im Online-Bereich nochmal mit Bild da. Und dann haben wir hier, ich schau mal, das ist auch noch mal ein Bild mit mir. So bin ich im Moment eher zugewachsener. Ja, das mag so viel an Personenschau erstmal reichen. Haben wir ja sowieso die Flyer von der Partei des Gemeinwohls, das noch mal ein anderes Bild von Dylan. Dann nochmal die Foren, die verschiedenen Foren, die Annonce, Partei des Gemeinwohls, ja, so viel erstmal Weltrat, ja, das erstmal so viel genügend. Ja, ich bleib mal bei diesem Bild hier erstmal, diesem hier. Dann beginne ich mal meinen ersten Redebeitrag. Alle Personen sind soweit vorgestellt und nachher mache ich dann ja die Präsentation wieder weg, dann sieht man ja auch die Leute im Bild. Ja, also, mein erster Redebeitrag heute handelt davon, dass wir im Moment ja wirklich die Systemfehler der Marktwirtschaft ganz deutlich zu spüren kriegen. Es funktioniert so, das Wirtschaftssystem, im Moment wollen die Gesundheitssparten wie immer zu jeder Zeit Geld verdienen. Damals bei Hitler war es die Stahlsparten, besonders die Waffensparten, die chemisch-pharmazeutischen Sparten, die gerne Zyklon B verkaufen wollten, also das Vergasungsgift für die Gaskammern und so weiter. Und dann kam da so ein Kommunikator wie der Hitler. Heute haben wir andere Kommunikatoren, so Leute wie Droh, wie Lau oder ähnliche Leute. Und diese Kommunikatoren, da merkt die Industrie, da merken die Sparten der Gesellschaft, oh, die werden uns einen Krieg bringen, da können wir Waffen verkaufen. Der Hitler, der will unbedingt die Juden umbringen, da können wir vielleicht Zyklon B verkaufen und so weiter. Das sind die richtigen Leute für uns, ne? Und dann ist es garantiert zu bestimmten Hilfen und Unterstützungen gekommen, ohne die wahrscheinlich Hitler nie an die Macht gekommen wäre. Und dann hat er geliefert. Und zwar hat er dann eben die Möglichkeit geliefert, und das Entscheidende ist für mich das Wort des Volkszornes, ja, dass die Propaganda, die Gehirnwäsche, die Manipulation, die Werbung durch vorteilbringende Irrtümer immer wieder dazu führt, an dem Schaubild können wir das ja sehen, hier also immer die Sparten, also zum Beispiel die Waffensparten, strahlen ihre Geldscheine aus in Richtung Politik und Parteien und Spielfilmemacher und Journalisten und Universitäten und Professoren und so weiter. Und die vorteilbringenden Irrtümer finden sich dann, der Sparten finden sich dann irgendwann auch parallel in den Köpfen der ganzen Politiker und Journalisten und alle werden rund um Gehirn gewaschen. Also Gehirnwäsche ist eigentlich das Hauptmerkmal von allem, ja. Und alle werden dann zu einem Volkszorn aufgehetzt. Das ist mein neues Superwort. Das Wort Volkszorn. Ich habe noch kein besseres gefunden, wenn jemand einen besseren Vorschlag hat. Volkszorn heißt das also. Ich bitte darum, den gesunden Volkszorn des Ja, der gesunde Volkszorn wird geschürt, so lange, bis eben dann irgendwann 80% der Leute so voll Wut und Zorn sind, dass sie sagen, ja, Leute, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr die Türen der Juden eintretet und die an den Haaren rausschleift und in die Gaskammern und sie dann zwingt zu konsumieren, Zyklon B, damit sie konsumieren dürfen, Zyklon B.
Das ist das Schüren des Volkszorns steht immer zuerst. Und wir sind jetzt schon so weit, dass wir eh heute, in der heutigen Seite, dass die Leute schon zu 80% eigentlich schon der Volkszorn so geschürt wurde, dass die schon fast schon nichts mehr sagen würden, wenn die Leute jetzt die Türen der UNGI-Personen sozusagen eintreten würden, sie an den Haaren rausschleifen würden und sie dann einem Zwangskonsum mit Imp B zuführen würden und das möglichst alle 3 Monate und so weiter. Dagegen würde im Moment niemand mehr was sagen, weil der Volkszorn ist schon geschürt, ja? Der Zorn ist so geführt. Also von daher kann man sagen, wir haben genau das. Für mich ist es so, damals bei Hitler war das ein Marktwirtschaftssymptom und heute haben wir ein Marktwirtschaftssystem. Jetzt kommen wir aber zur Kommune, weil meine Zeit ja schon wieder sich dem Ende nähert. Die Kommune, da dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir, wenn wir erkennen, dass die Gehirnwäsche uns alle umfasst und alle Menschen indoktriniert mit vorteilbringenden Irrtümern aller möglichen Sparten. Wenn man jetzt eine Kommune hinkriegen will, die wirklich für 60 Millionen Menschen vielleicht eine neue Parallelwelt eröffnet, also Kommune mit lauter Ablegern und 60 Millionen Menschen, dann dürfen wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja hoppla, mein Wissensschatz besteht aber nicht aus Irrtümern, nicht aus vorteilbringenden Irrtümern, sondern der besteht ja nur aus Wahrheiten, sondern wir müssen hingehen und sagen, sozusagen, hoppla, vielleicht besteht unser Wissensschatz nur aus Irrtümern, denn die Gehirnwäsche ist immer und überall in der Marktwirtschaft, ja? Das heißt, wir müssen zum obersten Thema machen, wo irre ich mich, wo irre ich mich, wo irrst du dich, wo irre ich mich, wo irrst du dich, ja? Und wenn wir das nicht richtig machen, werden wir nie eine Kommune kriegen, in der wir geistig befreit sind von der Gehirnwäsche, der vorteilbringenden Irrtümer all der verschiedenen Sparten. Denn dass jetzt die Gesundheitssparte so allmächtig ist, ist ja nur eine Sondersituation. Aber die Manipulationen der anderen Sparten sind ja alle auch noch da. Und deswegen empfehle ich ja auch diese 4x4 Minuten zusammenzulegen, weil man wirklich sich dem aussetzen sollte, dass man nicht immer ausweicht, sondern der andere einem ganz klar sagen kann, hier, da weichst du gerade aus. Hast du wirklich ein Argument für deine Sache oder verteidigst du nur hier gerade einen vorteilbringenden Irrtum irgendeiner Sparte als Wissensschatz, der gar kein Wissensschatz ist, sondern nur eine Gehirnwäsche darstellt? Denn sonst kriegen wir gar keine funktionierende Kommune hin. Also, deswegen meine Bitte, gehen wir stärker in die Konfrontation des Ich, wo irr ich mich, wo irrst du dich? Prozesses. Aber ich gebe jetzt mal für diese erste Runde jetzt einfach weiter an Öffef und wie gesagt, empfehle jeden darüber nachzudenken, mit wem er vielleicht in einen 4-4 Minuten, also Doppel-4 Minuten Austausch gehen möchte, zwecks Irrtumsfrage. Öffef, aber erstmal deine erste Runde und vielleicht auch zur Ursache der Marktwirtschaft dieses Problems, das immer riesiger und immer größer wird. Ja, danke, Dylan, danke. Gut, also ich sage ja immer dann im ersten Beitrag auch, wo steht man, worum geht es einem? Aber natürlich erfüllt das auch diesen Wunsch von Dylan. Was ist die Wurzel der Probleme? Also ich sehe auch, dass das Ökonomische, das analysiert der Dylan schon recht zutreffend, dass wir immer mehr dazu gekommen sind, in Splitterabrechnungen zu denken. Und das ganzheitlich Menschliche untereinander dabei zu verlieren und das ganzheitlich Verantwortliche, dass man nicht nur denkt, was kriege ich jetzt zurück oder wie kann ich mehr zurückkriegen, als ich gebe, sondern was bedeutet das für den gesamten Fluss des Gebens und Nehmens und des Ausgleiches im ganzen Lebenssystem? Was bedeutet es für die Kinder der Zukunft? Die können mir da jetzt im Moment nicht zurückgeben, die können mich nicht bedrohen oder belohnen für mein Verhalten, aber mein Geist kann sie so erfassen, dass sie ohne Geldlogik oder Gelddruck berücksichtigt werden können in vollem Umfang.
Ja, also aus der ganzheitlichen Rechnung, wenn man so Rechnung sagen will, der biotopischen Rechnung, sind wir immer mehr zerhackt worden in diese kleinen Einzelrechnungen. Und das Geld ist das Turbosuchtmittel, uns in diese Kleinrechnerei reinzulotsen. Ja, das ist also schon richtig beschrieben, wobei ich sehe es nicht nur so ökonomisch, ich sehe es tatsächlich so, ne? Also man sagt ja in der Gesellschaftswissenschaft auch, eigentlich gilt da das Primat der Politik vor dem Primat der Ökonomie. Also die wichtige Steuerung Sorry, von uns als Einzelnen. Entschuldigung, Einbruch, Ja, Einspruch. kommt So. gleich, ja. Also die wichtigste Steuerung ist nicht unser Portemonnaie, sondern unser Kopf. Und die wichtigste Steuerung einer Gemeinschaft sind nicht die Handelsbilanzen, sondern die gemeinsame Verantwortungsplanung. Und Geist und Argumentation und Weitsichtigkeit, ganzheitliche Nachhaltigkeit, globale Verantwortung, das müssen die Leitmotive sein für unsere eigene innere Steuerung und für eine gemeinsame Steuerung durch solches Denken. Dieses Denken darüber, was im Ganzen verantwortlich ist, ist nicht durch irgendwelche anderen Automatismen, Mechanismen, durch Portemonnaievorgänge oder Handelsbilanzen zu ersetzen. Das heißt, da können wir uns nicht drum rumdrücken, um diese Verantwortlichkeit, dass wir miteinander vernünftig planen müssen, was verantwortlich ist, weil sonst kriegen wir die Verantwortlichkeit nicht raus. Aber das setzt natürlich voraus, dass der Mensch in seine Freiheit überhaupt reinkommt, in seine Selbstbewusstheit auch, dass sein Wesen die Vernunftseele ist, dass er das nicht nur als Werkzeug hat, um Einkaufspreise zu vergleichen, sondern dass das seine Wesensentfaltung sein kann und dass ihm das den großen, weiten Horizont eröffnet, eben den Blick aufs Ganze und Sinn und Verantwortlichkeit im Ganzen. Da treffen sich Dylan und ich jetzt dann mit der Vorstellung, was der wirklich wesensentfaltete Mensch sein könnte. Für Dylan ist das dann so mit so hehren Begriffen wie dem ozeanischen Einheitsbewusstsein, was der Mensch haben kann und wie er sich damit dann verhalten kann. Ich sehe das mehr so mit dem nüchternen Entwicklungskonzept aus der Entwicklungspsychologie. Ich meine, ich bin auch Mystiker, ne? Davon mal ab, ne? Ich habe auch mystische Dimensionen mitzubieten, aber da rede ich eigentlich nie drüber. Oder nur, wenn ich ganz dick rausgefordert werde. Aber für diese Verantwortungsreife, da reicht schon viel weniger, nämlich der Blick in die Entwicklungspsychologie. Was ist wahre Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen? Und das ist das Post-Conventional Level, was ich gerne positiv benenne, also nicht mit wonach kommt es, sondern was ist es im Wesentlichen? Und deshalb nenne ich das Spirit Identification Level. Also ein Level, was entsteht, wenn wir uns mit unserer Vernunftseele identifizieren und das Richtige tun, weil es richtig ist. Nicht, weil wir da was anderes für kriegen oder weil uns irgendein Suchtspässchen bereitet. Der größte Flash innerlich sozusagen, besser als jeder Orgasmus, ist das richtige Denken. Also wenn wir so weit sind, dann kommt auch das richtige Denken raus und ist nicht mehr bestechlich durch irgendwelche kleinen Leckerlis, die einem da in den Weg gestreut werden. Das ist der reife Mensch, ne? Dieses Bild sehe ich als zentralen Faktor. Bemühe mich selbst dafür, Versuchskaninchen zu sein. Und finde, es wird genial sein. So wie dieser Talk, wenn er die freie Argumentekultur aufrechterhält, was ich sonst nirgends sehe. Also ich kenne keinen vergleichbaren Talk, der auch nur den Anspruch sich überhaupt so stellen würde. Durchhalten ist natürlich noch was anderes, was wir immer wieder beweisen müssen dann. Ja, also wenn wir das machen und wenn es eine Kommune geben wird aus Post-conventional level Menschen, dann kann das den Kasten richtig zum Knacken bringen, weil es zeigen kann, das ist das wahre Menschsein. Das ist das echte Glück, nicht die Ersatzbefriedigung. Ja, also dafür versuche ich mich einzusetzen mit dem, was ich kann. Letzter Satz nur ganz gut. Ja, gut, also letzter Satz noch konkret, das führe ich dann in der nächsten Runde eher aus. Aber ich bin dabei, der jetzigen gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zent also meine Sache ist immer das Schleifen der geistigen Kraftmittel, sage ich mal, statt Waffen. Wo Napoleon gesagt hat, das ist auch kräftiger als die Waffen, der Geist. Und so liefere ich im Moment für meine Mitaktiven eine Zentralargumentation, der kein Regierungsbeamter, Richter und kein Journalist eigentlich widersprechen könnte, dass die Menschen nicht gezwungen werden dürfen für die, das Hineinspritzen irgendwelcher Sachen. Und wenn die Argumentation stimmt und es ist eine eindeutige Widerlegung, dann bitte ich meine Mitaktiven, sich nicht auch mit irgendwelchen anderen Sachen jetzt abzulenken, sondern in so eine Zentralargumentation mit reinzugehen, das in die Öffentlichkeit und in die Machtzentralen zu bringen und zu überlegen, wie können wir das auch schon provozierend in die Tat umsetzen,
Also bis hin dazu, Reservate zu bilden für natürliche, frei verantwortliche Menschen. In Berlin am besten, aber auch überall. Ich Ja, gehe weiter. ich fürchte ja, wenn der Volkszorn groß genug ist, ist das Ganze leider nicht mehr aufzuhalten, auch der Schritt Richtung Gewalt. Aber jetzt würde ich unseren neues Talkrundenmitglied bitten. Du hast ja schon gesagt, dass du jetzt auch gerne was sagen möchtest. Ich bitte dich ganz, ganz klar zu sagen, wo ich mich geirrt habe in meinen Äußerungen und wo vielleicht du meinst, Irrtümer gehört zu haben. Denn je mehr konfrontativ wir insofern werden, dass wir uns gegenseitig auf Irrtümer hin ansprechen, desto mehr kommen wir dem Ideal der freien Argumentekultur näher, nämlich dass wir ja alle versuchen müssen, unsere vorteilbringenden Irrtümer zu entdecken. Und da können wir nur, wenn wir uns gegenseitig auf Irrtümer ansprechen und dabei vielleicht aber auch dann eigene Irrtümer dabei dann selber auch verraten und so weiter. Also deswegen bitte so konfrontativ wie möglich. Ich gebe weiter an dich. Ja, danke, danke, danke. Also, zuerst zu FF. Du hast vorhin gesagt, das Primat ist eigentlich die Politik und die Wirtschaft hat sich eigentlich eher danach zu richten. Da habe ich deswegen Einspruch, eingelegt, weil im Zeitalter, also Beginn der Renaissance, mit dem Beginn des Rechnungswesens, mit dem Beginn des wirklichen Währungssystems, wurde die Wirtschaft tatsächlich so mächtig, dass sie Politik gelenkt hat. Ohne den Fugger, ohne diese Familie wäre zum Beispiel ein Karl der Fünfte gar nicht möglich gewesen. Die Leute wurden alle gesponsert. Nebenher war das einer der ersten, der die Monopole auf Silber hatte und lauter solche Dinge. Und das wollte der nicht hergeben, nicht freiwillig, also mischte er sich in Politik ein. Und das hat auf jeden Fall, und das möchte ich jetzt mal ganz klar so sagen, seit der Renaissance absolute Tradition. Und wenn's du FF jetzt hier sagst, ganzheitliches Denken, bin ich dafür. Ich bin dafür, der aufgeklärte Mensch, der Wissensmensch, der logische Mensch. Aber wir haben immer noch Gefühlswelten in uns, die wir so einfach nicht aufbrechen können. Das ist mal das Erste. Wir stehen hier, wenn wir hier so diskutieren, am Anfang einer brutalen Kernerarbeit, sage ich jetzt mal. Und das Denken erstmal aufzubrechen, das ist ja das Schwierige, aber dafür braucht man erstmal Wissen, Hintergrundwissen. Ohne dem funktioniert es einfach nicht. Wir können den Leuten sagen, hey du, das ist eine klasse Angelegenheit, nicht auf den Gewinn zu achten. Es ist eine klasse Angelegenheit, einfach geschwisterlich und brüderlich oder sonst irgendwie zu teilen. Auch ohne jetzt in erster Linie etwas zurückzubekommen. Aber in zweiter Linie bekommt man dann Gesellschaft zurück. In zweiter Linie bekommt man dann Liebe zurück oder sonst irgendwie andere Gefühlswelten bekommt man dann zurück. Aber in erster Linie sind die Menschen aufgrund von Jahrhunderten von Indoktrination praktisch in einem Gedankengefängnis verhaftet, welches auch schon viele Leute angeprangert haben, aber seither hat sich nichts verändert. Und diese Krise, die wir derzeit haben, gerade in der Gesundheitskrise, diese Durchökonomisierung aller Bereiche des Gesundheitssystems führt eben dazu, dass Kostenfaktoren, wie es in der Buchhaltung, wie es in der doppelten Buchhaltung und dann später vom Fugger in die Vier-Bücher-Buchhaltung übergeleitet wurde, für jeden Unternehmen praktisch ein Primat darstellt, nämlich die Gewinnerzielungsabsicht.
Und das ist unser Problem. Wir müssen wegkommen von der Gewinnerzielungsabsicht. Und da stelle ich dann einfach fest, die Gedanken sind klar, die sind wunderbar, die sind schön, aber ohne einen aufklärerischen Hintergrund werden wir womöglich dieses Ziel nicht erreichen. So, und jetzt zu Dylan, bloß kurz. Der gesunde Volkszorn, so habe ich da vorhin so scherzhaft eingelenkt. Ja, der bereitet mir sehr große Sorge. Ich sehe gerade, was sich in den letzten 3 Wochen eigentlich wirklich brutalst verschlimmert hat, eine Aufrüstung von Worten, die mich wirklich an die dunkelsten Zeiten Deutschlands erinnert. Und dass selbst die öffentlichen Rechtlichen nicht mehr davon ab, ja, davor zurückschrecken, wirklich Leute, die von sich aus meinen, aufgeklärt zu sein, die sagen, mein Körper ist mein Tempel, ich darf da nicht zulassen, dass mir jetzt da irgendjemand vorschreibt, was ich reinzuspritzen bekomme oder sonst irgendwie, dass diese Leute in eine Ecke gestellt werden, die bestimmt nichts mehr mit rechts zu tun hat, sondern vielmehr, dass diese Leute als Minderheit wahrgenommen werden, die anderen in Geiselhaft nehmen, so sprechen die Leute. Oder dass diese Minderheit wie ein Blinddarm sei, der zu entfernen wäre, wie jetzt da kürzlich diese ZDF-Moderatorin, Komikerin von sich gegeben hat. Und da stelle ich jetzt einfach fest, wenn wir über vernünftige Wirtschaftsstrukturen reden und dann uns dann sowas von der anderen Seite entgegengebracht wird, da haben wir ein Problem. Wie sollen wir das tatsächlich aufbrechen? Danke, bin schon vorbei. Die Frage an euch, an alle, wie können wir das auflösen, dieses Problem? Richtig aufbrechen, ohne dass wir unsere Gefühle dabei hinten weglassen und ohne dass wir dieselben Fehler machen, die in der reinen Marktwirtschaft, die über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist, wiederholen. Ja, Ich weiß es wir nicht. müssen aufpassen, dass wir nicht im Moment in die Position der Juden kommen und dass irgendwann uns gegenüber Gewalt angewendet wird, ja? Also jetzt wäre die Frage, wer möchte zuerst, Luis oder Gela? Gela, möchtest du es gleich? Ladies first? Oder erst Luis? Wenn der Louis möchte, dann kann er. Luis, dann mach du erst, ja? Ja, hallo. Ich habe gerade versucht, die Kamera. Komisch. Okay, also, Lass Kamera Kamera sein. Wie brechen wir das auf? Keine Ahnung. Ich finde spannend an unserer Situation, dass wir quasi das mit der dunkelsten Stunde Deutschlands vergleichen und damit rechnen, dass es in die Hose geht und halt gleichzeitig trotzdem unser Zeug versuchen. Ja, ich war heute auf so einem Spaziergang, um das mal zensurfreundlich zu formulieren. Ein angekündigter Spaziergang, der nicht gewünscht war. Und ich bin in so einem Telegram-Kanal Foodsharing von so Leuten, die so erzählen, dass wir in einer Pandemie sind und wer sich nicht impfen lässt gegen die Pandemie, der ist total unsolidarisch und sollte die Gruppe verlassen. Naja, und dann wurde Habe ich berichtet, das dass. jetzt richtig verstanden? Entschuldigung, Luis. Da wurden die Leute aufgefordert, obwohl das eine Gruppe ist, wo man Essen teilen soll, Genau. wo dann,
die Ungeimpften ausgeschlossen werden? Ist das richtig? Habe ich Ja, das richtig verstanden? also solche Leute, die ungeimpft sind und obwohl sie quasi rein gesundheitlich sich impfen lassen könnten. Es gibt ja Leute, die quasi, was weiß ich, eine Impfunverträglichkeit haben, zumindest offiziell. Naja. Okay, jedenfalls wurde da berichtet, dass die Leute, die diesen Spaziergang machen wollen, recht sind. Und dann konnte ich es mir entgegen bester Vorsätze scheinbar nicht verkneifen, zu schreiben, dass ich also da viele Leute von kenne, die alle nicht recht sind und eher menschenfreundlich, emanzipatorisch und gerechtigkeitsorientiert. Und dass ich denke, dass diese Idee, dass die recht sind, genauso ein Gehirnwäscheversuch ist, wie dass Hausbesetzer asozial und chaotisch und arbeitslos sind. Aber kurzerhand war ich dann aus dem Kanal draußen. Ach ja, ich habe noch behauptet, dass es spalterisch sei, in so einem Essensrette- und Teilenkanal, ja, halt zu spalten. Und dann kam so ein Meme mit ganz vielen Leuten auf der einen Seite und ganz wenigen mit Schildern auf der anderen Seite. Und die ganz wenigen behaupten, ihr spaltet die Gesellschaft. Naja, jedenfalls heute war ich dann spazieren und da waren ganz viele super sympathische Leute, die halt alle überhaupt nicht rechts aussehen. Und dann war dann so ein Typ, der hat so einen Zettel gefunden, da stand was drauf von wegen Wahlbetrug und hat den Zettel gleich kaputt gemacht und hat zu uns gesagt, hey, schaut mal, ich habe hier so einen Zettel gefunden, irgend so ein rechter Scheiß mit Wahlbetrug. Und wir so, okay, rechter Scheiß, aha. Und er, ja, ihr wisst schon, die Rechten und so. Und dann hat sich so sein Gesicht so verruckelt und er hat gemeint, oder habt ihr was damit zu tun? Und habe ich gemeint, nee, ich habe damit nichts zu tun, aber schau mal, sehen wir rechts aus und so. Und hat, ah, nee, nee, nicht diskutieren und ist weggegangen. Naja, ansonsten waren da viele Leute, die sich mein Schild angeguckt haben, wo so die Kontakte wegen dem Hof sind und noch andere auch, ja, von der jetzigen Konferenz habe ich Ihnen erzählt. Und das waren richtig sympathische Situationen. Und ich hätte voll damit gerechnet, dass jetzt hier Leute die Links von mir angefordert hätten, aber komischerweise mal wieder nicht. Ich habe echt schon tolle Begegnungen gehabt, viele, viele jetzt, seit ich die letzten Wochen mit dem Schild spiele, aber kein einziger hat sich gemeldet. Nun, ja, und ansonsten freue ich mich, dass du wieder dabei bist, Thomas, und bin gespannt, wie das weitergeht. Also Öffi, deine Argumentation, als du deinen ersten noch nicht verfeinerten Versuch oder halt Version gepostet hattest, habe ich die auch hier und dorthin. Eine Person hat dann tatsächlich sogar seine Kritik ins Forum geschrieben und die anderen noch nicht. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich bin gleich fertig. Die Leute sind halt gar nicht daran interessiert, an dem, was du anzubieten hast, sondern wollen den totalen Kuchen zurück, der ihnen geraubt wurde. Und da sehen sie dann gar nicht den Wert, den dein Ding haben könnte. Mal schauen, was daraus wird. Naja, jedenfalls gebe ich weiter an die Gela. Danke. Ja, und bevor die Gela was sagt, also kurz nur die Bemerkung. Heute, wenn Hitler heute wäre, dann würden die Leute, die gerade das Zyklon B-Gas im KZ aufdrehen, würden sich heute als links empfinden und die Juden als die Rechten, die sie gerade vergaßen. Ja, und das ist der Wahnsinn ist da. Aber es ist schrecklich. Gela, ich drehe dich jetzt laut, ja? Ja, danke schön. Ja, grüße euch auch alle. Ja, spannende Themen, Volkszorn, durch Propaganda im Grunde. Wie kommt man zur Verantwortungsreife? Und selbst wenn man sich verantwortungsbewusst verhält, die Regierung macht Beschlüsse, wie sie es eigentlich möchte. Egal, ob da Leute auf der Straße sind, und das ist ja nicht nur jetzt die letzten 2 Jahre mit diesem C-Problem, sondern das geht ja die ganzen Jahre schon. Also die Demonstrationen von zum Beispiel, wir haben es satt. Da ging es auch jedes Jahr darum, dass alles, was man gefordert hat, eigentlich immer nur noch schlimmer geworden ist, schlimmer geworden
Verhältnisse für die Tiere. Im nächsten Jahr durften dann die Schweine einen Stall haben, dass sie auf jeden Fall halt noch die Füße unterm Gatter durchstrecken konnten. Obwohl eben ordentliche Ställe oder eine andere Haltung verlangt wurde. Also da, wo man sich wehrt, das ist wie wenn der Protest, da wo Protest ist, da wird Widerstand von der Regierungsseite dargestellt. Entgegengestellt. Da weiß man wirklich nicht, ob die aus Protest auf der Straße sind, die ersten Schritte gemacht haben, oder ob die Regierung einfach immer nur mit noch was Schlimmerem antwortet. So hatte ich eigentlich oft den Eindruck. Also meine Frage ist eigentlich, wie kommt man, also wenn man die Verantwortungsreife leben möchte, das ist von außen oder von dem, was einem entgegenkommt, von der Gesellschaft nicht möglich. Tja, diese Brücke, die man da schlagen muss. Wenn ich noch Zeit habe, kurz erzählen mit meinen Kindern heute. Also wir hatten Quarantäne. Jetzt eigentlich haben wir das dritte Mal mit Quarantäne zu tun. Ich wohne ja in einer Gemeinschaft und das erste Mal war dann gar nichts. Da gab es nur Schnelltests, die gemacht wurden. Und dann müssen natürlich alle zu Hause bleiben, bis dann nach 5 Tagen rauskommt, dass also doch niemand krank ist. Und können wir alle wieder rausgehen und so hatten wir jetzt auch die letzten 2 Wochen. Waren 2 Leute bei uns im Haus und 2 Leute aus meiner Familie noch dazu, die in der Nähe wohnen. Und ich habe eigentlich gehofft, ich bekomme auch dieses Mal, dann könnte ich als Genesen Zug fahren oder was weiß ich, was da alles kommt, ist über Weihnachten oder über den Winter. Aber ich wurde nicht krank. Und dann habe ich heute die These aufgestellt, ob das nicht so ist, dass es sind alle krank geworden, die bei der Arbeit oder in der Schule Maske tragen müssen. Die sind krank geworden in meinem Umfeld. Und die anderen Personen, die zwar auch mit Zügen fahren, also ich fahre Züge, gehe auf Demonstrationen, ich habe nicht krank, weil ich keine Maske, also ich ziehe keine Maske auf, habe eine Befreiung und ja, ich werde nicht krank. Ich bin jetzt die ganzen 2 Jahre nicht krank geworden. Und meine Tochter hat dann dass ich das doch gar nicht so sagen könnte. Wenn ich ein Argument herbringe, dann ist es nichts wert und das, was über die Medien gesagt wird, das wird ernst genommen. Okay, das war jetzt mein Beitrag. Danke. Ja, ich hoffe, man hört mich jetzt wieder gut. Also, ich hatte ja mit der ganzen Kommune, dem Leiter einer ganzen Kommune gesprochen, die wollten ja heute dabei sein und so weiter. Die kommen alle nicht, weil sie alle eigentlich scheuen, weil sie nicht
eine Kommune aufbauen wollen, wo freie Argumente Kultur stattfindet, sondern weil sie mehr oder weniger eine Ideologie, eigentlich in dem Falle war es, diese Kommune sucht wohl eigentlich wie einen Sektenführer, ein Sektenführer sucht Mitglieder. Und leider kommt er dann halt nicht. Ja, so ist das leider dann halt. Ich gehe jetzt mal ganz bewusst, eben gerade wurde ja gesagt, Wirtschaft lenkt die Politik, genau so sehe ich das ja auch, dass also eben in der Marktwirtschaft die Gehirnwäsche von den Sparten, die Diktatur der Sparten besteht daraus, dass aus den Sparten die vorteilbringenden Irrtümer als Gesamtgehirnwäsche am Ende in allen Köpfen landen und wir mit der freien Argumentekultur prüfen müssen, was ist überhaupt bei all dieser Gehirnwäsche, was ist da Irrtum, was ist Wahrheit, wo ist da überhaupt noch Wahrheit, wenn wir alles, was wir von Kind an lernen, eigentlich schon Gehirnwäsche ist, also Manipulation ist. Und ich will deswegen ganz bewusst heute mal auf den Tagesablauf eingehen, denn wenn wir eine Kommune hinkriegen wollen, müssen wir immer gleich denken an viele Kommunen und 60 Millionen Menschen, denn sonst hat es ja, würde es ja keine Realität bekommen. Und deswegen müsste doch eigentlich die Frage sein, an Luis und an Gela und so weiter und an Antonia sozusagen, ja, geht man draußen rum, spricht man die Menschen an, die einem attraktiv oder auch geeignet für eine Kommune erscheinen und so weiter, denn wir suchen ja erstmal das 1% der Leute, die trotz widriger Verhältnisse trotzdem schon bereit wären für Kommune, und dann eben diese Leute zu fragen, ja, was müsste eigentlich in einer Gemeinschaft oder Kommune gelebt werden, damit sie für dich überhaupt interessant oder attraktiv wäre, überhaupt auch nur erstmals darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht in einer Kommune leben möchtest. Und so wirklich mal auch zu erfragen, was den Menschen wichtig ist. Wie wichtig wäre den Leuten, dass dort Singen, Tanzen, Musizieren stattfindet? Denken wir nur an die Hare Krishna-Leute, die nur deswegen Zulauf haben, weil dort auch gechantet wird oder Musik und so weiter. Oder, ja, also, denn das Wichtigste, da sind wir ja mit dem ÖFF einig, ist die freie Argumentekultur und das gut miteinander sprechen. Aber der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, sondern hat eben, wie vorhin ja schon betont, auch andere biologische Bedürfnisse, und ganz sicher hat er auch sowas wie Singen, Tanzen, Musizieren, Massage. Und oder man könnte die Leute dann auch fragen, welche Bedeutung hätte es für dich, wenn du dich in dieser Gemeinschaft besonders geliebt fühlen würdest, vielleicht sogar wirklich ein viel lebendigeres Liebesleben hättest, als du es jemals in deinem Leben hättest, wäre das auch ein Entscheidungskriterium, was mit neben dem guten Gespräch und dem der Liebe des freien Argumentekulturgespräches auch mit der wechselseitigen, wo irre ich mich, wo irrst du dich, Kritik und so weiter, was hätte wirklich da Bedeutung? Und so könnten wir vielleicht herausfinden, sozusagen dann auch, was die Menschen, wo die Menschen am ehesten ansprechbar sind damit. Und vielleicht würden wir so erfahren, wo ist am ehesten die Chance, dass wir die Menschen auch ansprechen können Richtung Kommune. Denn wenn wir es nicht schaffen, dass diese 60 Millionen Menschen denkbar werden, dann sind wir nicht in der Realität. Und das letzte Gedanke ist eben dazu, Thomas, oder es wurde ja eben jetzt schon immer angedeutet, gell, dass wir gucken müssen, wo ich der Meinung bin, was wir problemlos aus den Köpfen der Menschen rauskriegen, ist diese Macht- und Akkumulationssucht, die ja, und Geldsucht, die ja in den letzten Jahrhunderten so stark zum Normalfall wurde. Also wir können sicherlich so weit kommen, dass die Männer wieder alles den Frauen und Kindern schenken, so wie bei den Bonobos. Aber was ich fürchte, was wir nicht wegkriegen, ist, dass sie schon auch erwarten, dass sie dann besonders liebevoll auch behandelt werden. Das ist die Frage, ob nicht doch die Liebe
neben der freien Argumentekultur, die sicherlich das Wichtigste über allem ist, denn wenn man nicht miteinander richtig sprechen kann, ist alles andere nichts, ja? Aber ist nicht doch so eben auch dieses Liebevolle und ich schenke alles den Frauen und Kindern, aber ich will dafür auch anerkannt und geliebt sein. Dieser Rest an Genegoismus, dürfen wir den, müssen wir den nicht auch beachten oder ist der wirklich ganz auch vernachlässigbar? Ja, ich gebe weiter an Öff-Öff. Also und mit der Bitte auch an Luis und Gela, ja, so diese Anregung, so meine Frage an euch, lauft ihr denn rum und sprecht die Leute an, was sie denn eigentlich von einer Gemeinschaft erwarten, wenn sie überhaupt auf die Idee kommen sollten, darüber jemals nachzudenken, ob sie darin leben wollen, ne? Was da für sie attraktiv wäre. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Zu dem, was jetzt viel besprochen wurde mit Politik und Wirtschaft, wo ist das Primat und was ist daraus abzuleiten an Schlussfolgerungen? Nur noch mal kurz, also ich teile das ja. Also ich bin beim Rumpelgang auf der Straße mit meinen Plakaten, wo ich da draufgeschrieben hatte: Ich sitze hier, weil ich kein Geld will. Ich will mit euch reden über verantwortlich Leben. Wer glaubt noch an Liebe? Wer träumt noch von Teilen ohne Gewalt? Wer ist an Wahrheit interessiert, an seiner eigenen Seele und so weiter? Also da habe ich überall, also vor allem an den Universitäten, wenn ich da hinkam, Bestätigung bekommen. Also die sagen alle, das Primat der Politik ist längst unterwandert und verzerrt und an die Seite gedrückt vom Primat der Ökonomie. Und das bedeutet ja noch dann auch sogar die Korruptheit im Sinne schlimmster Ökonomie. Also, dass da eben, da gebe ich völlig recht, eine sehr kurzsichtige Profitökonomie. Das ist, was da das Geschehen verzerrt. Also das geben ja auch die Politiker zu. Also besonders bekannt ist ja eben vom Herrn Seehofer in der Talkshow. Und er redete über die Pharmaindustrie. Die, die gewählt sind, haben eigentlich nichts zu entscheiden und die, die zu entscheiden haben, sind nicht gewählt. Also das ist insofern allgemein bekannt. Aber wenn wir da einfach ehrlich und sachgerecht drüber nachdenken, dann ist eben auch klar, dass wir für verantwortliche Steuerung nicht umhinkommen, wirklich direkt drüber nachzudenken, was verantwortliche Steuerung ist, was das bedeutet und wie wir das verwirklichen können. Ich habe in letzter Zeit häufig mit Leuten auch diskutiert, die sehr stark Emotionen und das, was man esoterische Motive nennt, auch in ihrem Leben zulassen. Und ich habe gesagt, ja, also man kann vieles in seinem Leben zulassen, aber man sollte sich fragen, woran sollte ich mich wie sehr orientieren? Und da ist das eine, wie gewiss ist etwas, und das andere ist eben, inwiefern hilft es mir zu einer lebensverantwortlichen Orientierung. Und da kann ich die Leute gut abholen, ne? Weil ich sage dann immer, okay, du bist vielleicht so der Ansicht, vernünftiges Denken ist gar nicht so wichtig, Gefühle sind vielleicht wichtiger oder eben auch irgendwelche, ja, esoterischen Erfahrungswelten. Dann sage ich immer, egal welche Bewusstseinsfähigkeiten jetzt jemand von uns als seine Basis betrachtet, wollen wir alle gemeinsam zulassen, dass die Verantwortungsfrage gestellt wird. Also, dass wir uns als Menschen fragen sollten, ist meine Art, mit mir und meinem ganzen Leben umzugehen, ist das verantwortbar? Und dann kommt man natürlich, und da stimmen Sie ja dann zu, oder ich kann Sie da normalerweise hinführen, man kommt dann zu der gemeinsamen Einsicht, dass es jetzt wichtig wäre, die Folgen des eigenen Tuns oder auch schlechte, schädliche Folgen des eigenen Tuns überhaupt überblicken zu können und dass man Maßstäbe haben sollte, nach denen das jetzt verantwortlich eingeschätzt werden könnte. Und dass man überlegen müsste, wie kann das umgesetzt werden? Also was wären jetzt Konzepte oder Systeme, die dieser Verantwortlichkeit gerecht werden können? Und dann ergibt sich eine Eigendynamik, nämlich dass ich den Leuten normalerweise dann sagen kann, ja schaut mal, welche Fähigkeit von uns, welche Bewusstseinsfähigkeit erlaubt uns denn, die Bedürfnisse der verhungernden Kinder am anderen Ende der Welt oder der Kinder der Zukunft in 1000 Jahren mitzubedenken?
Welche Bewusstseinsfähigkeit lässt uns das angemessen mit in den Blick und in die Berücksichtigung kommen? Dann beim zweiten Verantwortungsmaßstäbe nehmen wir mal an, was ja sehr verbreitet ist, die Vorstellung, dass alle Menschen gleichwertig sind. Also wie es die Menschenrechte sagen in Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Diese Gleichwertigkeit im Sinne von geschwisterlichem Umgang miteinander. Welche Bewusstseinsfähigkeit erlaubt uns, solche Verantwortungsmaßstäbe zu denken? In dieser ganz abstrakten Geltung, dass nicht der Mensch, der mir nur jetzt besonders gefällt, einen besonderen emotionalen Draht zu mir finden kann, dass es jeder Mensch als solcher per Definition, also als abstrakte Definition reicht, jemand ist Mensch gleichwertig. Welche Fähigkeit in uns erlaubt uns, solche Maßstäbe herauszufinden? Und dann auch die Frage, nehmen wir an, wir kommen soweit, ne? Wie kann man das umsetzen in ein Verantwortungssystem? Entscheidungsstrukturen, die Gleichberechtigung, die, ich nenne es mal Argumente Gleichberechtigung, der Menschen mit gewährleisten. Und dann kann man kommen zu sowas wie der menschengeschwisterlichen Entscheidungs- und Verteilungsstruktur. Entscheidungsstruktur ist schon das Allerwichtigste. Ich hätte nur noch eine Frage, die du vielleicht noch kurz beantworten könntest. Das klingt nämlich bis jetzt natürlich, ist das verantwortbar, klingt sehr stark nach Pflicht. Wie wäre das, wenn man das kombiniert? Ist das verantwortbar? Das war ja für mich auch eine Lebensfrage. Ich konnte nicht mehr verantworten, meine Praxis aufzulassen, weil ich gemerkt habe, dass ich Schaden anrichte, wie alle anderen auch. Sondern auch, ist das verantwortbar? Und ist es überhaupt das Glücklichste, was möglich ist für mein Leben? Wenn ich das so kombiniere, dann kriege ich vielleicht auch mehr Menschen attraktiv, dass sie nicht nur Pflicht hören. Ja, hast du völlig recht. Also ich sehe es ja so, dass Vernunft und Verantwortlichkeit, also diese Fähigkeit, Verantwortlichkeit zu denken und dann ja auch sich daran orientieren zu können, ist das Beglückendste. Aber da glaube ich ja eh, wir brauchen eine Bewusstseins- und Motivationsrevolution, die uns das Glück der Metaebene, sage ich jetzt mal, also statt auf irgendeiner Suchtebene unmittelbaren Spaß zu haben, und da sagt man, das ist jetzt mein Glück, die Metaebene zu erreichen, das sich an Sinn zu orientieren und Lustkicks dafür auch einzuordnen oder unterzuordnen oder auf Lustkicks auch verzichten zu können, dass das die höhere Glücksebene ist. Das muss den Menschen so bewusst werden, dass sie das dann gar nicht als unangenehm oder vergewaltigenden Zwang oder Pflicht oder sowas fehlinterpretieren. Das kann man erreichen, wenn die Menschen das, was aufs Ganze gesehen sinnvoll gedacht ist, als ihren größten Flash ansehen. Also kein Orgasmus kommt mit so richtigem Denken. Aber ich mache den letzten Punkt noch zu Ende. Also in der Regel, wenn ich die Leute frage, was wäre jetzt ein verantwortbares Entscheidungssystem? Also eine, wie ich das ja nenne, Menschheitskonsensdemokratie, wo man zu Einsichten auch fähig wird, wie, dass die Stimmen der Kinder der Zukunft immer die Mehrheit sein müssten oder immer als Mehrheit gelten müssten. Das heißt, wenn bei einer Abstimmung jetzt in der Bundesrepublik Deutschland 99 oder sagen wir sogar 100% für eine Entscheidung wären, die ihnen Konsumvorteile verspricht, und dann tritt ein Wissenschaftler auf und sagt, Moment, das dürft ihr nicht entscheiden so, weil es eindeutig nachweisbar die Lebensgrundlagen der Kinder der Zukunft schlimm beschädigt oder gefährdet. Dann, wenn man richtig menschheitskonsensdemokratisch denkt und so eine Entscheidungsstruktur aufrichten will, müsste man sagen, ja, dann ist doch völlig klar. Dann ist die entscheidende Mehrheit in der einen Stimme. Und so etwas entwerfen zu können, frage ich dann die Menschen, mit denen ich da diskutiere, also auch denen, die sehr gefühlsbetont oder in Anführungszeichen esoterisch sind, welche Bewusstseinsfähigkeit erlaubt uns, so etwas zu entwickeln? Und das schafft unsere Vernunft. Und ich finde es auch nirgends, wo die Leute sonst dann eben meinen, sie stützen sich auf andere Erkenntnisquellen oder sowas. Es ist nicht in der Lage, die Folgen so mitzubedenken bis ans Ende der Welt und in die ferne Zukunft. Es ist nicht in der Lage, abstrakte Gleichwertigkeit des Menschen, einfach weil er Mensch ist, ohne emotional ansprechend oder wie auch immer sein zu müssen. Und es ist nicht in der Lage, eine Entscheidungsstruktur so zu entwerfen, wie ich sie beschrieben habe. Ja, das an dieser Stelle. Und deshalb lasst uns eben gucken, dass das Primat des Denkens, des verantwortlichen Denkens und Planens so wieder errichtet werden kann, dass es uns zur Verantwortung befähigt. Zur ganzheitlichen Verantwortung. Ich gebe weiter. Da möchte ich gleich mal einhaken. Also Verantwortung. Dylan, du hast vorhin gesagt, Verantwortung hört sich so verdammt nach Pflicht an. Verantwortung zu übernehmen, dafür braucht man einen
so empfinde ich, moralischen Kompass. Ohne moralischen Kompass ist Verantwortung etwas Austauschbares. Ist Verantwortung für sich an und für sich gesehen, ja, für wen bin ich verantwortlich? Für mich? In meinem engsten Umkreis bin ich verantwortlich für meinen größtmöglichen Gewinn, für meine Befriedigung meines großen Egos. Was ist das? Deswegen erstmal, du hast gesagt, Verantwortung ist Pflicht. Ich sage, Verantwortung ist Freiheit. Freiheit, sich persönlich im Dienste einer Gesellschaft, einer Kommune zu stellen, in der es möglich ist, nicht nur über wirtschaftlichen Erfolg zu glänzen, sondern auch noch wie andere Themen, wie jetzt Musik, wie Tanz oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten, einfach, dass die Gefühlswelt des Menschen auch mit reinkommt, dass ich hier Freiheit bekomme. Und das ist jetzt genau der Punkt, die Freiheit des Denkens. Und dafür brauche ich einen moralischen Kompass. So empfinde ich. Mag sein, dass ich hier jetzt komplett falsch liege. Das werdet ihr mir dann schon sagen. So hoffe ich. Aber dass ich jetzt noch mal darauf zurückzukommen. Wie kann man Denken verändern? Also aus meiner Praxis, jetzt kann ich wirklich berufliche Praxis hier das mal nennen. Meine Versuche, das Denken bei den Wirtschaftseinheiten, ob das jetzt Betriebe sind oder Einzelpersonen, zu verändern, war bei mir immer ein sehr schwieriges Thema. Ich habe zum Beispiel einen super Job irgendwann mal gekündigt, weil ich gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus, dass ich die Superreichen berate, die ihr Geld über Zwangsarbeit als Kriegsgewinnler und so weiter verdient habe. Und ich als Helot soll denen dabei helfen, noch mehr zu verdienen. Jetzt war meine Prämisse immer, dass ich sage, hey, wir müssen wegkommen bei den Wirtschaftseinheiten von dem sogenannten Shareholder Value Management, das nur zum Nutzen des Anteilseigners ist, hin zu einem Stakeholder Value Management. Das heißt, Stakeholder, das sind die Pfeiler des Unternehmens, das sind die Mitarbeiter, das sind die Lieferanten, das sind die Mitarbeiter, das sind womöglich auch die Geldgeber, das sind die internen Prozesse. Erst wenn die befriedigt sind, kann Geld rausgezogen werden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Denkansatz und auch ein Wirtschaftsansatz als beim Shareholder Value Management, wo es hier eigentlich im Grunde nur noch um Gewinnoptimierung geht. Also stellte sich für mich relativ zügig heraus, dass das Denken, also dieses gewinnorientierte Denken, super hart zu durchbrechen ist, selbst mit den besten Argumenten bin ich da teilweise nicht rangekommen an die Unternehmen. Die haben gesagt, ja, es mag ja alles schön sein, das ist alles gut, aber wir haben 25% Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Buff. Und damit wurden die Leute zu Kostenfaktoren degradiert. Anders kann ich es jetzt halt nicht beschreiben. Und Kostenfaktor, das bedeutet erst einmal, oh, Kosten, das kostet mir was. Ich will nicht, dass mir was kostet. Ich möchte das weghaben. So, und da geht es los. Wie kann man das relativ zügig verändern, dieses Denken? Und da habe ich festgestellt, eine jahrhundertealte Tradition Piep, 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 piep. lässt sich nicht mit 10 Jahren Arbeit durchbrechen. Wir können den Anfang machen, so meine Meinung.
Und ich versuche auch immer, das den Leuten irgendwie klarzumachen, dass Gewinnmaximierung der absolut falsche Weg ist. Aber die Leute hören halt nicht wirklich zu. Ich bin schon ruhig, denn mach weiter. Ich gebe jetzt mal weiter. Luis ist dran. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Schlaues zu sagen habe. Darum gebe ich weiter, danke. Gela, möchtest du? Gela, Ich habe möchtest da du? auch eigentlich nur einen Gedanken. Und zwar, Thomas, was du jetzt gesagt hast, das ist für mich auch so typisch das Patriarchat. Und wie würde das Ganze aussehen, wenn Frauen mehr Wert und mehr Mitsprache, Rechte und Möglichkeiten hätten? Wobei ich jetzt nicht die Frauen meine, die sich dem Patriarchat angepasst haben, also die besseren Männer sind, sondern ja, das Weibliche, das Frausein, das Pflegerische, weil die Verantwortungsreife, der Öffi hat es ja auch gesagt, dass für die Zukunft der Kinder, auf die Zukunft der Kinder ausgerichtet sein sollte. Also, ja, ich belasse es mal da dabei, dass Darf ich kurz was sagen, Gela, ja. weil du mir direkt die Frage gestellt hast, nicht, dass das jetzt nachher gleich untergeht. Ich kann es dir nicht sagen, ob das jetzt eine rein patriarchalische Sicht ist oder ob ein Matriarchat oder sonst irgendwie ein Hegemon in irgendeine bestimmte Richtung das besser machen würde. Ich konstatiere es nur, weil das meine berufliche Erfahrung war. Ich rede aber wirklich von der auch, also das weibliche System, das vom System ausgehend, also nicht Gewinnoptimierung und also dieses Denken, sondern dass man die Wertschätzung der Nahrung gegenüber. Nehmen wir die Frau als Schöpferin und als Nahrungsgeber jetzt einfach mal. Ja, das ist überhaupt ein Thema für sich. Ja, und da kann ich ja dann gleich auch drauf eingehen. Da, vielleicht Ja, auch ich das würde gerne. Matriarchale, ne? Auch. Ja, eben. Genau, da werde ich gleich was zu sagen dann. Gibst du weiter oder? Ja, dann gebe ich weiter mal. Ja. Ja, also, es gehen jetzt verschiedene Ebenen durcheinander. Und zwar einmal. Wenn man dieses System ändern will, dann bin ich ganz sicher, dass das, was der Thomas eben angemahnt hat und so weiter, dass die Wirtschaft, solange die Marktwirtschaft so ist, wie sie ist, bestehen diese wirtschaftlichen Zwänge und die Firmen können nicht anders als nur Profit, 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 Shareholder Value und weil dieser Rahmen, die Wettbewerbsbedingungen bedeuten, eine Firma, die da nicht mitspielt, die geht pleite, weil der Markt genau dazu zwingt. Deswegen sage ich ja, die Partei des Gemeinwohls, Gemeinwohlwirtschaft löst das Problem. Da wird nämlich immer gemessen, so im Sinne des Stakeholders,
Wie entwickelt sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner? Und das wird die Grundlage für die Verdienstzuschüsse, Ausschüttung. Und dann haben wir eine richtige Gesellschaft. Jetzt ist aber Folgendes, dass auch dass wir insofern haben wir diese matriarchale Lösung, gibt es schon, und die heißt Partei des Gemeinwohls. Jetzt haben sich aber die meisten Teilnehmer jetzt unserer Talkrunde, ich bin der Einzige, der sich bis jetzt da entschieden hat, dass ich weiter an dieser Partei arbeite und dieses unterstütze. Und die anderen haben sich entschieden, eigentlich die zweite Strategie zu favorisieren, nämlich den Kommunenaufbau, also neue Realität jetzt sofort zu schaffen. Und da haben wir erstmal mit dem Wirtschaftssystem erstmal gar nichts zu tun. Denn erst ab dem Moment, wo zwischen den Kommunen Tauschhandel eingeführt wird, müssen wir dann pedantisch darauf achten, dass wir das nach dem Gemeinwohlmuster machen und nicht wieder nach dem Marktwirtschaftsmuster, wo dann wieder diese Zwänge entstehen, in denen plötzlich die eine Kommune der anderen giftige Nahrung liefert, weil das billiger ist in der Herstellung und dann des Profites willen es macht. Aber erstmal beim Kommunenaufbau ist diese wirtschaftliche Frage. Alle haben sich ja entschieden, erst einmal jetzt hier in dem heutigen, im Samstag, die überwiegende Mehrzahl hat sich ja entschieden, nicht an der Politik weiterzuarbeiten, denn dann gibt es aus meiner Sicht nur einen Weg, diese Partei mit allen Kräften zu unterstützen, ja? Sondern Kommune als die zweite Strategie, die ja das andere ersetzen kann. Wir brauchen die Partei gar nicht, wenn wir 60 Millionen Menschen in Kommunen haben, die eine neue Realität leben und wenn sie anfangen, Tauschhandel zu praktizieren, automatisch auch wieder gemeinwohlwirtschaftlich dann vorgehen, wo dann da alle Probleme weg sind. Ja, ich sage ja immer, auch dieser ganze Diktatur der Gesundheitssparten, die wir jetzt haben, die hätte es unter Bedingungen der Gemeinwohlwirtschaft unmöglich geben können, weil ja all die Schäden nur zu finanziellen Verlusten geführt haben, während sie im Moment zu riesigen Profiten führen. Ne? Und das ist entscheidend. Und deswegen so noch einmal an Luis und Gela und an Antonia und so weiter die Frage: Was tut ihr im Alltag, um euer Ziel, nämlich diese 60 Millionen, die wir mitdenken müssen, als Kommunenmitglieder zu gewinnen? Und da ist jetzt der Punkt. Öff sagt, ist das verantwortbar und betont das große Glück des Miteinandersprechens. Also ich kann dem nur zustimmen. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das verantwortbar, dass ich meine Praxis weiterführe? Aber ich konnte mir diese Frage auch erst stellen, als ich erkannte, dass ich in der Praxis ja genau die üblichen Schäden anrichte und Dauerpatienten erzeuge, wie wir es alle im Gesundheitswesen machen. Ja, und dann habe ich aber gesagt, ich kann das nicht mehr verantworten, also habe ich es geschlossen. Ja, und das ist konsequent, ja, Konsequenz. Aber insofern ist es für mich auch das Glückliche, das Verantwortbare zu tun, ja? Das Richtige. Aber zum Glücklichen gehört für mich auch noch so ein bisschen so was Fleischliches dazu. Singen, tanzen, musizieren, auch den Leuten vielleicht anzusprechen, wäre euch auch wichtig, dass jeden Tag gesungen und getanzt und musiziert wird, gemeinschaftliches Community-Musizieren, dass vielleicht ständig Kuschelpartys und Massagekurse auch eine Rolle spielen, neben all dem wichtigen freie Argumente Kulturdenken, was natürlich die immer die Basis sein muss von allem, ja? Und das sich lieben und singen, tanzen, musizieren, Massage, lieben und so weiter, dass diese Dinge auch mal gefragt werden auf der Straße, die Leute, wäre euch das wichtig, dass das auch eine große Rolle spielt in einer Kommune? Und zumindest könnte man ja den Leuten sagen, da gibt's jemanden wie den Dillen, der möchte in der Kommune, eventuell in einer Kommune auch so vielleicht eine Unterabteilung, Gruppenehe haben, in der alles so ein bisschen auch diese körperlichen Lüste auch eine Rolle spielen können und so weiter, stark, stark eine große Rolle spielen können. Öff betont ja auch, dass er auch die körperliche Liebe auch sehr wichtig als Glücksquelle sieht, aber bei Öff scheint es immer so, dass es immer doch relativ weit erst
nach der freien Argumente-Kultur-Gesprächsebene kommt. Und bei mir sage ich immer, dass die freie Argumente-Kultur das absolut Wichtigste ist, aber sofort danach kommt für mich Singen, Tanzen, Musizieren, Massage, Kuschelpartys und Lieben, weil der Mensch eben nicht nur die Glückselemente über das Geistige hat, sondern auch die Glückselemente über die genetisch verankerten körperlichen Lustmöglichkeiten. Und da wäre so meine Frage an Luis und Gela und Antonia. Tut ihr schon das Richtige? Oder seid ihr auch, wie Uffe vorhin angesprochen hat, ja, seid ihr vielleicht schon Überzeugung, schon einen Wissensschatz zu haben, der alleine die Erde heilen wird? Oder tut ihr schon das Richtige, um wirklich dem Ziel, 60 Millionen Menschen in Deutschland leben, statt in diesem fürchterlichen Staat in Kommunen, tut ihr da schon das Richtige? Oder tut ihr eigentlich das Falsche, macht weder Partei noch Kommunenaufbau systematisch und richtig genug? Das wäre so meine kritische Frage. Ja? Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke an all die Vorredner. Wir bewegen uns jetzt auf 20 vor 10 zu. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich mein letzter inhaltlicher Beitrag wieder werden heute. Ich finde einmal 10 Uhr eine gute Zeit. Wir klatschen eh schon hochkonzentriertes hier in diese Gespräche immer rein, dass die Zuschauer da schon genug zu knabbern haben, also zu verdauen haben. Deshalb ganz kurz nochmal das Wesentliche. Warum brauchen wir das verantwortliche Denken so? Eine Veranschaulichung in einem Bild. Und dann möchte ich gerne eine provozierende Botschaft hier noch reinbringen, nämlich was ist genau jetzt aus meiner Sicht die Zuspitzung, wo wir uns engagieren müssten und wie wir uns engagieren müssten, um das Wichtigste zu tun. Und da scheue ich mich auch nicht, gesellschaftliche Reizthemen jetzt wie Corona und so anzusprechen. Wäre ich hier und würde sagen, das, was der Herr Lauterbach und der Herr Drosten sagen, ist die richtige Strategie. Impfen, impfen, impfen und die Menschen werden aus der Pandemie dadurch rauskommen. Wird doch kein YouTube oder keiner auf die Idee kommen, weil Impfen vorkommt. Es müsste zensiert werden oder unterdrückt werden. Und das ist also insofern gleich ein Experiment. Wenn das unterdrückt werden sollte, behaupte ich, wird ein anderer Standpunkt, der von Vernunft und Moral her nicht unterdrückt werden dürfte, und zwar auch aus Sicht der Leute, die jetzt, ja, wer weiß, wie denken, auch Drosten, Lauterbach und so. Ich stelle die herausfordernde These auf. Der Standpunkt, den ich dazu vertrete, ist so vernünftig und moralisch, dass er auch von Lauterbach, Drosten und so, wenn man sich vor sie hinstellt und ihnen den Standpunkt erklärt und sagt, seid ihr dafür, dass das falsch ist? Seid ihr der Ansicht, das müsste zensiert werden? Nein sagen sollen, würden. Und diese Herausforderung stelle ich jetzt an alle, die das überhaupt mitkriegen, also wenn sie das Stichwort Impfen oder so wahrnehmen und drauf schauen, ist das jetzt eigentlich pro oder ist das etwas, was wir nicht zensieren dürfen oder ist das etwas, was zensiert werden kann, dann behaupte ich, man zerstört seine intellektuelle und moralische Integrität höchstgradig, wenn man diese Botschaft, die ich gleich dann beschreiben werde, zensieren will. Oder nicht bejaht. Also ich gehe so weit zu sagen, ja, aber meine ketzerische Frage ganz kurz. Hätte damals, hätte als der Volkszorn bereit war, die Juden an den Haaren in die KZs zu zerren, hätte sich der in irgendeiner Weise stören lassen von irgendwelchen argumentierenden oder diskutierenden Leuten, wenn der Volkszorn schon so geschürt war und so weiter? Ist es nicht so völlig sinnlos, weil wir gar keine Chance haben gegen solch ein Toben der Marktwirtschaft im Volkszorne? Also ich glaube, die Mittel des Geistes, ob sie stärker sind als die materiellen Waffen, sei dahingestellt, ob Napoleon da recht hat oder nicht. Aber wir können nicht darauf verzichten. Also ich glaube, wenn sich am Ende auch zeigt, dass die Massen aufeinanderprallen, die Polizei von der einen Seite und vielleicht irgendwann gewaltbereite Maßnahmenkritiker von der anderen Seite, da mag ja passieren, was will. Aber es ist grundlegende Menschenverantwortung als denkende und sprechende Tiere, dass wir den Vernunftweg versuchen. Und das mache ich. Also mein Schwerpunkt ist genau das. Gandhi hat damals einen Brief an den lieben Herrn Hitler geschrieben und hat ihm vernünftige Begründungen genannt, Vernunft und Liebe als Maßstäbe, um sein Verhalten zu prüfen und vielleicht zu ändern. Mag sein, das geht dann an Menschen, die es nicht wahrnehmen, die ganz anders handeln und so weiter, aber wir dürfen diese Chance nicht auslassen deshalb.
Wir dürfen deshalb nicht darauf verzichten, diesen Weg zu versuchen. Gut, und insofern, also erst wollte ich ja noch das Bild sagen, man stellt sich vor, wir haben einen Selbstversorger-Familienbauernhof, also eine solche Kommune, aber ich denke jetzt mal erst in der Kategorie einer ganz normalen Bauernfamilie, die einen Familienbauernhof hat. Da würde keiner jetzt sagen, es geht ohne, dass die Familie sich ab und zu zusammensetzt, Familienrunde oder Familienrat macht und überlegt, wie gehen wir jetzt hier gemeinsam verantwortlich mit dem Bauernhof um. Und die würden alle sagen, es ist doch völlig absurd, wenn dann einzelne Leute kommen und sagen, jo, ach, Blick auf ganz, ich bin Fan vom Kräutergarten. Ich kümmere mich einfach nur um den Kräutergarten, denke an nichts anderes. Oder einer ist für den Viehstall und ich bin da für die Melkmaschinen so total begeistert. Ne, das ist das Ding, weiter gucke ich nicht. Ein anderer Biosprit oder was auch immer. Und wieder einer, die Handelsbeziehung nach außen. Also wie geht das hin mit dem Verkauf von Waren oder Verschenken von Waren, ist ganz egal an der Stelle. Keiner wird sagen, dass das die Motive sein können, nach denen man das Geschehen einfach laufen lässt oder es dadurch steuern lässt. Sondern man wird annehmen, ab und zu muss sich die Familie zusammensetzen, den Blick aufs Ganze richten. Sogar die Ernteerträge sind es nicht. Ne? Also wenn jetzt wie bei den Bonobo-Affen einer käme, so ein Männchen mit da vielen Sachen hinlegen, Früchte für Frauen und so. Das ist nicht der entscheidende Leistungsmaßstab unter Menschen oder in einer menschlichen Gemeinschaft. Also die Bauernfamilie würde sagen, die entscheidende Steuerung bei uns ist, dass wir uns hinsetzen und vernünftig überlegen, wie wollen wir gemeinsam hier den Bauernhof weiter steuern. Und es ist ja auch unwiderleglich eindeutig, dass das die höchste Steuerungsbrille sein müsste. Weil stellt euch vor, was unter uns Menschen sein kann. Also bei den Bonobos und so ist das jetzt nicht so die Realität, mit der wir zu tun haben werden. Aber stellen wir uns vor, dass die Banken sagen, ihr seid zu verschuldet, wir kommen in ein paar Tagen und nehmen euch den Bauernhof insgesamt weg oder derartiges. Oder irgendwelche solchen Angriffe auf den Bauernhof, wie sie Menschen durchführen können. Dann kann derjenige, der vielleicht das Verhandlungstalent hat, mit den Banken so umzugehen, dass sie den Bauernhof nicht wegnehmen. Oder der Regierungsbeamte, der da vor der Tür steht und sagt, hier haltet ihr die Corona-Maßnahmen ein oder so, sonst wird ihr bestürmt. Der da hingehen kann und kann da was liefern, vielleicht auch die Argumentation, die Polizeigewalt dann entkräftet, ne? Der ist ja leistungsfähiger auf der Ebene unserer menschlichen Leistungsfähigkeiten, die wir denken können und mit denen wir umgehen müssen, als jemand, der da irgendeinen Splitteraspekt bringt oder der jetzt, was weiß ich, die meisten Furcht auf den Tisch legt. Ja, also insofern, das ist das Bild der Bauernfamilie. Da wissen wir mehr noch als bei den abstrakten Abläufen, wie gestaltet sich die ökonomische Weltentwicklung oder so und welche großen Spieler, Player sind da mit dabei. Beim Blick auf die Bauernfamilie wissen wir ganz genau, wir müssen uns in der Runde hinsetzen, vernünftig verantwortlich denken und handeln. So, jetzt die Botschaft. Es kann durchaus sein, hat Louis angesprochen, dass das, was ich jetzt sage, weit weg ist von der Denkwelt der meisten Menschen, auch der Corona-Maßnahmenkritiker. Weil das kann sein, dass das Leute sind, die sind durch die Maßnahmen auf den Fuß getreten und schreien, wir wollen unsere alte Normalität zurück. Wir wollen wieder Party feiern können ohne Maske. Und sowas alles, ne? Und die denken aber nicht weiter zu einer neuen Normalität. Die denken nicht in dem Sinne, dass die Verhältnisse vorher sich grundlegend wandeln müssten. Die wollen einfach die alten Freiheiten zurücktauben, sozusagen. Aber die alte Wirklichkeit war korrupte Wirklichkeit, wo wir gesagt haben, längst das Primat des Denkens untergeordnet unter Splitterrechnungen der Wirtschaft. Längst war das eine Gesellschaft, wo die Anpassung an Unrecht auch durch Milgram-Experiment, Ash-Experiment und so weiter in einem Ausmaß nachgewiesen wurde, dass man schon fürchten konnte. Ne? Harald Welzer hat das in einem Videovortrag, einem Videointerview auch mal auf den Punkt gebracht, schon vor einigen Jahren. Wenn in die Hand der jetzt Mächtigen, die an den Steuerrudern sitzen, Machtmittel kommen wie die digitalen Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten, dann hat das die voraussehbare Eigendynamik, in eine digitale Willkürdiktatur umzukippen, in Big Brother. So. Also insofern ist mir aber auch egal, ob die Masse auch der Maßnahmenkritiker schreit, ohne weiterzudenken, wir wollen einfach das Zurückschrauben der Maßnahmen. Und wir gehen vielleicht hin und irgendwann werden wir auch gewalttätig im Aufstand. Können Sie alles machen. Ich sehe meine Rolle darin, die Vernunft, die gewaltfreie Argumentation als Hauptschiene erstmal einzuschalten und zu versuchen, weil sie uns menschengemäß ist und weil sie voraussehbar der einzige Weg ist, der uns rettet. Die anderen plumperen, primitiveren, oberflächlichen, suchtgeleiteteren, gewaltbereiteren Bewusstseinseinstellungen sind, wenn wir uns das genau anschauen, nicht zukunftsfähig.
Da sollten wir, jedenfalls sollten wir es nicht auslassen, diese Schiene zu versuchen. Und deshalb habe ich eine Gegenargumentation gegen den allgemeinen Impfzwang oder Impfzwang gegenüber bestimmten Ungeimpften auf die Spitze getrieben. Eine Argumentation, der, wie ich behaupte, kein Mensch widersprechen kann, ohne seine kognitive und seine moralische Integrität direkt zu sprengen. Und ich habe gesagt, wie ist es bei Ungeimpften, die hingehen und sagen, wir sind bereit, damit wir die Intensivstation nicht überfüllen und das Gesundheitssystem gefährden, natürlich auch nicht viele andere Menschen dann in die Bredouille bringen, auf die zu aufwendigen Behandlungsformen zu verzichten. Also Intensivbett oder so, Beatmungsintensivbett wollen wir nicht. Wir wollen das nicht überlasten, also verzichten wir darauf. Das habe ich ja Ich auch weiß, dass. unterstützt, FF, das hatte ich ja auch unterstützt, das habe ich ja selbst noch offensiver auch in Sendungen gemacht, aber mittlerweile habe ich den Eindruck, die Leute sind kurz davor, mit dem Knüppel auf die Ungeimpften loszugehen und dass es gar nicht mehr um diese Ebene geht. Wir haben diese Ebene aber auch noch nicht in der Weise eingeschaltet. Ich schalte sie ein. Also in der Situation, wo ich ja sowieso sage, und das sage ich auch zu meinen Mitaktivisten, und ich sage, lade sie ein, sich jetzt nicht mehr abzulenken, damit irgendeinen anderen Kram. Jetzt müssen wir die Argumentation hochtreiben. Jetzt müssen wir mit unseren stärksten gewaltfreien Mitteln auftreten. Und da müssen wir hinterstehen. Und daraus müssen wir Strategiekonzepte machen. Ne? Und da kommen jetzt die zwei anderen Argumente noch, weil ich weiß, Lauterbach und Drosten würden dann hingehen und sagen, ja gut, für euch wird dann kein Intensivbett mehr nötig. Aber ihr seid ja Treiber der Pandemie auch einfach, indem ihr viele andere ansteckt. Und andere Ungeimpfte oder Geimpfte, wie auch immer, und die füllen dann die Intensivbetten zu sehr. Also nicht, ob wenn ihr selber verzichtet, reicht es noch nicht, weil ihr seid immer noch zu gefährlich als Anstecker und Anschärfer der Situation. Und dann kommt das zweite Argument. Der Ungeimpfte würde sagen, okay, damit ich jetzt nicht als Ungeimpfter vielleicht besonders gefährlich bin, wäre ich bereit, statt Impfung eine kontrollierte Ansteckung mit der Krankheit durchzumachen und dadurch zum Genesenen zu werden. Als Alternative dazu, mich impfen zu lassen. Und dadurch eben diese Gefährlichkeit der Infektiosität und so weiter entsprechend zu reduzieren. Dann werden die vielleicht sagen, ja, okay, gut, sogar wenn das so wäre, aber als Genesener, wir glauben da immer noch nicht so richtig dran, Impfung ist besser als Krankheit durchmachen und so weiter. Du kannst immer noch durch deine Kontakte mit der Umwelt zu gefährlich sein. Und dann legt der Ungeimpfte das dritte Argument mit drauf. Okay, ich bin bereit, freiwillig allseits sinnvoll erscheinende Absonderungskonzepte mit umzusetzen. Nämlich Reservate für natürlich lebende, freiwillig, gesamtverantwortliche Menschen. Wo wir bereit sind, so in solche Modelle, solche Kommunen eben, oder wie man das nennen will, uns zu begeben, dass auch nach euren Maßstäben die Ansteckungsgefahr so reduziert ist oder aufgehoben ist, dass diese besondere Gefährlichkeit von uns nicht mehr behauptet werden kann. So, und dann ist Schluss. Ich behaupte, diese drei kombinierten Bereitschaftserklärungen von Ungeimpften nehmen so eindeutig die Rechtfertigung weg, zu sagen, an denen liegen jetzt weiter unsere Probleme oder da haben wir das Recht, denen so eine allgemeine Impfpflicht anzutun. Das ist klar genug. Und mit diesem Punkt sollten wir auftreten. Natürlich reicht vielleicht schon viel weniger, ne? Aber wenn wir an einer Stelle unwiderleglich die Impfpflicht oder Impfzwangslogik durchbrechen, dann kann man auch gucken, wo ist sie sonst auch nicht stimmig. Aber wir brauchen die Eindeutigkeit. Wir brauchen den Hebel, der es knackt und keiner kann Nein sagen. Und das liefere ich damit und biete es auch meinen Mitaktiven an, dass wir auf dieser Grundlage jetzt gucken, wer kann da jetzt möglichst konzentriert, nicht abgelenkt, möglichst konzentriert da auf dieser Schiene jetzt weiter vorwärts agieren. Und da sage ich in Berlin, ne, guckt, dass ihr den Minimalfaden des Zeltcamps aufrechterhaltet. Und wir können planen, wie da gewaltfreie Aktionen möglich sind. Im schlimmsten Fall, dass irgendwann, wenn es zu hart wird, ich da auch hingehe und dann zeltet man so lange vor dem Kanzleramt oder im Innenhof oder geht ins Haus rein und baut sein Zelt auf oder so, bis sie sagen, okay, jetzt werdet ihr verhaftet, jetzt kommt's vor Gericht. Ne? Also wenn keine argumentativ-demokratische Klärungsform mehr möglich ist, muss man, wie Gandhi auch sagt, dann bereit sein, Gesetze zu übertreten, um auf die Weise zu einer Auseinandersetzung, einer klärenden Ebene vielleicht hinzukommen. Und auch die, die nicht in Berlin sind. Wir haben in Schenker-Bewegung in den Jahren einige Projektstandorte aufgebaut. Unsere Logik ist bestechend, behaupte ich. Also jetzt auch die Gegenargumentation zum Impfzwang und sowas. Wenn überhaupt was durchkommt und toleriert wird von den Herrschenden,
dann, so behaupte ich, müsste es sowas sein können. Das heißt, die, die nicht in Berlin mit dabei sind, da beim Demokratieversorgecamp, sollten alles tun, um diese Keimzellen, diese Reservatskeimlinge, die wir aufgebaut haben, zu halten oder Leute von außerhalb jetzt endlich mehr aus dem Busch zu kommen und in diese Kommune-Projekte mit reinzugehen, statt nur aus dem Wohnzimmersessel was in Facebook zu posten oder derartiges zu machen. Die Zeit ist so, dass wir jetzt mehr in die Pötte kommen müssen, mehr existenziell und mit unserer echten Lebensweise und Lebenswirklichkeit und entsprechenden Gemeinschaftsmodellen müssen wir was in die Waagschale werfen. Okay, das ist jetzt in dieser Sendung drin. Ich bin gespannt, ob das eine Art über Corona und über Impfen zu reden ist, die jemand, sofern das überhaupt wahrnimmt, nicht gleich Löschknopf drückt, ohne es richtig mitgekriegt zu haben. Aber das müssen wir ja verhindern, dass das immer weiter so geschehen kann. Ich möchte es provozieren, dass derjenige, der mitkriegt, was ich hier gesagt habe, überlegt, ob er es intellektuell und moralisch verantworten kann, es zu zensieren. Ja. Okay, damit bin ich auch insgesamt fertig und werde dann in der Nähe, ich höre euch weiter zu, ne, und beim nächsten Mal werde ich nur noch Tschüss sagen. Habe ja meine Zeit jetzt auch so überdehnt, dass ich es wirklich genug auf die Spitze getrieben habe, auch Ja. diesbezüglich. Also ich danke für euer Verständnis. Und bevor der Thomas jetzt was sagt dazu, möchte ich ihn gleich auch noch anspitzen, ob sich hier, Öff, vielleicht dein Mikro noch aus, ob sich hier nicht auch der Öff diametral selbst widersprochen hat. Also Öff, ich stimme dir ja inhaltlich in allem zu. Aber du versuchst ja wieder auf der politischen Ebene ein Symptom der Marktwirtschaft, nämlich dieses fürchterliche gesundheitsspartendiktatorische Geschehen, zu korrigieren mit einer vernünftigen, richtigen Lösung, dass wir am, sogar da, wir könnten ja sogar Kommunen aufbauen über die Reservate Gedanken sozusagen, ja, und so weiter. Alles richtig. Aber du versuchst eigentlich wieder, ist das nicht ein Widerspruch, Thomas, vom Öff, dass er versucht, wieder, anstatt die Marktwirtschaft an der Ursache zu lösen über die Gemeinwohlwirtschaft, wieder einfach nur eines der Symptome der Marktwirtschaft nimmt, nämlich die aktuelle Gesundheitsspartendiktatur, den Schluck aus der Pulle, den sich gerade die Gesundheitssparten genehmigen auf unsere Kosten, ja, den zu bekämpfen, natürlich mit einer vernünftigen, guten Lösung, aber geht das überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch in sich, sozusagen, sich da nur auf die Symptome, wieder nur auf ein Symptom zu orientieren? Also meine Devise ist, meine Anregung, und das wäre ich interessiert, was Thomas dazu sagt. Wenn ich Politik mache, dann mache ich konsequent Gemeinwohlwirtschaft, dann gehe ich nämlich an die Ursache des Ganzen ran. Dann brauche ich mich nicht über Symptome mehr aufzuregen. Wenn ich aber alles auf Kommune setze, dann muss ich eine solide Kommunenarbeit machen und die Leute gewinnen für eine attraktive Kommune und die Leute fragen, was sie faszinieren würde an einer Kommune und was sie vielleicht bewegen würde, bei einer Kommune mitzumachen. Ja? Und Thomas, ja. Thomas, darf ich dem Dylan da vielleicht in einem Satz den gewissen Wind aus den Segeln nehmen? Dylan, du weißt, ich habe nur die Hauptschiene beschrieben und ich bin ja auch für die Partei engagiert. Ich bin ja da eingetragen, wenn ich es richtig sehe, als Aufsichtsrat für die freie Argumentekultur, die in der Partei des Gemeinwohls Genau, geschützt genau. sein soll. Also das läuft alles mit, ne? Läuft alles mit, aber ich habe die Spitze des Engagements beschrieben. Gut, also von der, dass ich jetzt erst einmal auf Dylan antworte. Ob jetzt FF hier jetzt womöglich wieder nur Symptombekämpfung macht. Also, ich verstehe FFs Begründung ganz klar, indem er sagt, wenn ich das einmal knacke, wenn ich einmal den Widersinn knacke, dann habe ich die Argumentkultur geschaffen, um letztendlich die Ursachen weiterhin praktisch dieses Unheils, welches uns gerade ja, ereilt, dass man hier praktisch einfach sagt, okay, jetzt haben wir es bei diesen Symptomen geschafft. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Schiene und machen weiter mit der Argumentation, dass das so ist, dass man es besser machen kann, wie in welcher Art und Weise. Okay? Das verstehe ich komplett. Und deswegen sage ich jetzt erst einmal, in dem Fall sehe ich eigentlich gar nicht den großen Widerspruch, sondern es ist nur eine Frage des Weges. Punkt. Und es heißt so schön, viele Wege führen nach Rom.
Das ist einer. Dylan, du mit deiner Gemeinwirtschaft, mit der Partei, das ist der nächste Weg, der nach Rom führt. Mein Weg, den Leuten klarzumachen, dass Shareholder Value nicht das allein Glückbringende ist, sondern nachhaltige Wirtschaft nur über Stakeholder Value Management funktionieren kann, ist mein Weg, der nächste Weg, der nach Rom führt. Im Grunde genommen rennen wir alle gegenseitig offene Türen ein. Die Frage ist nur, können wir uns auf einen Weg einigen oder sind wir ganzheitlich genug und sagen, alle Wege müssen beschritten werden, um genau das zu erreichen, was wir nämlich wollen, nämlich ein Gemeinwohlwirtschaft zu etablieren, welches unter dem Primat der freien, vernünftigen Meinungsäußerung und Diskussionskultur, ohne dem Negieren der minimal egoistischen Persona corrupta, ohne das Negieren von etwaigen anderen, womöglich auch schlechten Gefühlen, einfach ohne dass man das negiert. Und hier wird die Sache eben schwierig. Ganzheitlich eben. Und da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, ich kann dem einen widersprechen oder dem anderen. Ich könnte es. Bringt es etwas? Nein, es bringt nichts. Es bringt ein schlichtes gar nichts. Sondern einfach zu sagen, wir wollen erreichen, dass das System aufgeknackt wird. Und zwar einmal mit vernünftig logischen Aktionen, B auf der Gefühlsebene und C auf der Logikebene. So, und dann wird die Sache Aber geht eigentlich es nicht jetzt auf schon der mal. anderen Seite einfach gar nicht um Logik, sondern nur darum, dass da etwas abläuft wie eine Maschine und Argumente und Logik spielen überhaupt keine Rolle mehr? Besonders dann beim Volkszorne, beim gesunden Volkszorne. Ich gebe dir komplett recht. Ich habe das jetzt nur erst einmal so zusammengefasst, wie ich das jetzt erst einmal sehe. Und nochmals, die vielen Wege müssen wir beschreiten, womöglich als Einzelpersonen, womöglich als eine kleinere Gruppe, womöglich dann später, wenn wir Mitstreiter gefunden haben, in größeren Gruppen. Aber wie heißt es immer so schön, aller Anfang ist schwer. Wo wollen man hin? Wie will man hin? Hier gilt es immer nur eins: Zielformulierung, Zielformulierung, Zielformulierung. Ohne ordentliche Zielformulierung, was wollen wir und wie wollen wir es haben, werden wir nicht den wirklichen Weg beschreiten können, weil ansonsten sind wir wie ein Kapitän auf dem Meer, welcher nicht weiß, welchen Hafen ich verdammt nochmal anlaufen muss. Und genau das ist unser Problem. Und hier sage ich, wenn man eine ordentliche Zieldefinition gefunden hat, hinter der man auch wirklich steht, eine gesamtheitliche Zieldefinition wohlgemerkt und nicht jetzt nur partiell irgendwo eine Zieldefinition. Wenn wir hier schon mal einen Fortschritt machen, dann haben wir schon mal verdammt viel gewonnen, weil dann bekommen womöglich so wie Louis eine Argumentationskette an die Hand geliefert, welche die Kommunikation mit den gehirngewaschenen, durch Psyops total entmenschlichten Mitbürger, so möchte ich das jetzt mal beschreiben, tatsächlich zum Nachdenken zu bringen. Und das ist eigentlich jetzt erst einmal das, was ich sehe. Leute zum Nachdenken bringen. Piep, 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 Eben wie piep, Kant piep. sagt, ich bin gleich fertig, dass man den Leuten auch sagt, hey, bitte bediene dich deines gesunden Menschenverstandes und nicht des gesunden Volkszorns. So, das war's. Luis. Ja, danke. Das waren ja ein paar schöne
Sentenzen knackig auf den Punkt gebracht. Würde mich jetzt noch interessieren, wie das jetzt genau aussähe, Öffi, wenn du jetzt willige Sekretäre hättest, was die ganz, ganz genau machen würden. Kannst du wahrscheinlich auch in deine zahlreichen Chats schreiben. Ich hatte tatsächlich Motivationsschwierigkeiten, die neueste geschliffene Version zu lesen, im Gegensatz zu der Urversion. Vielleicht kannst du für so Loser wie mich die Veränderungen gesondert hervorheben. Und ja, was gibt's sonst noch? Einwurf von mir im Forum. Super. Führen alle Wege nach Rom? Sind das Wege nach Rom? Und toll, Thomas, dass du dich jetzt so, das klang so, als würdest du dich uns quasi zuordnen mit wir und so. Das ist ja wundervoll. Wir definitiv gedanklich gesehen. Was ich mache und wie ich es mache, werde ich bisher weiter betreiben. Aber gedanklich bin ich bei euch. Schon mal viel wert. Toll, toll. Dann würde ich sagen, habe ich als erstes einen rekrutiert, Jungs. Okay, na, dann gebe ich mal weiter. Dankeschön. Gela, möchtest du? Ja, ich fand auch, dass es wirklich interessante Knackpunkte gab in den Gesprächen. Das Wort Unheil, das uns geschieht, hat mich sehr angesprochen. Unheil, die Zielformulierung. Also ich glaube, dass ein großer Part von dieser ganzen Veränderung gerichtlich passieren muss. Das denke ich irgendwie. Wir bekommen auch keine Ländereien irgendwie für Kommunen oder so. Das passt nicht zu dem jetzigen System. Auf jeden Fall braucht es dafür wirklich noch einen großen Break. Und wenn es den gibt, dann denke ich schon, dass neue Modelle wie das Gemeinwohlökologie oder sonstige materielle Gedanken, dass man sich da wirklich an den Tisch setzen kann, dass es interessante Wege gibt, wie wir das alles weitergestalten können. Aber soweit, da sehe ich noch keinen Horizont. Dieser Volkszorn, der da jetzt entsteht, aber den ich von Anfang an, also wirklich schon die anderthalb Jahre, erlebe. Ich bin ja wirklich schon letztes Frühjahr auf die Straße gestanden. Und dann hat man zu mir gesagt, ich solle mich doch wohl schämen. Das ist so im Schwabenland das Äußerste an Verurteilung. Dass ich sozusagen die anderen Menschen nicht schütze und ohne Maske eben dastehe und auch noch gegen das Maskenverbot demonstriere. Wobei das Maskenverbot genau dieselbe Demonstration war wie hier gegen Impfet. Ja. Das war mein Beitrag jetzt. Ich glaube, wir verabschieden uns nebenher auch. Ja, wir suchen gerade ja das Ende schon, aber ich habe noch Genau. einen wichtigen Satz von mir aus. Jeder kann ja noch seinen wichtigen Schlusssatz immer noch bringen. Ich fürchte, wir reden hier an der Realität vorbei. Ich fürchte, dass wir bei den Symptomen der Marktwirtschaft einfach gar keine Chance haben. Ich habe nämlich mittlerweile den Eindruck, dass es immer so läuft. Ein marktwirtschaftlicher Prozess läuft, eine Sparte gewinnt die Oberhand, gewinnt ein Geschäftsmodell, wo sie Milliarden verdienen kann.
Dazu gehört dann die Ausschaltung jeglicher Diskussionsbereitschaft, die Erzeugung des gesunden Volkszornes in der Bevölkerung, die dann aktiv jede Diskussion unterbindet und die nur noch dann den Knüppel rausholt. Und die Leute sind kurz davor, mit dem Knüppel auf die Ungeimpften loszugehen. Und das ist wie 1933 bis 1945 gegen die Juden. Und das gehört zu der Marktwirtschaft. Und deswegen mein Tipp lautet, nicht ausweichen, sondern konzentrieren darauf, wie können wir noch solche tollen Leute wie den Thomas, noch solche klugen Mitdenker dazu gewinnen und suchen, wie können wir noch erfolgreicher Menschenfischer sein, jedenfalls die, die eben auch auf die Kommunenseite setzen. Denn wir sind einfach faktisch schon in 60 Millionen noch etwas weit entfernt. Ja, und es wird ja wirklich, wie Offizier sagte, wirklich mal Zeit, dass was geschieht. Und da habe ich so den Gedanken, dass wir vielleicht die Leute noch mehr rumlaufen sollten und die Leute fragen sollten. Wie gesagt, ich mache ja jeden Tag 4, 5 Stunden Politikarbeit, aber die Leute fragen, was muss euch eine Kommune bieten, damit ihr überhaupt darüber nachdenken würdet, überhaupt mal hier in den Samstalk zu kommen und euch dafür zu interessieren, ne? Was müsste euch eine Kommune eventuell an Lebensqualität bieten können? Und ja, deswegen, ich fürchte, wir an den Symptomen der Marktwirtschaft können wir nichts mehr machen. Wir müssen entweder parteierfolgreich oder mit den Kommunen die Abstimmung mit den Füßen machen. Aus dem System austreten in die Kommune. Ja? Das war so Darf mein ich das erstes gleich was dazu Schlusswortversuch. sagen? Ja, wenn jeder jetzt noch mal, wer noch was sagen möchte, Ich jetzt werde sein. jetzt noch kurz was sagen, Ja. dann soll der Öffner praktisch seinen Schlusssatz sagen. Ich finde dieses Entweder-Oder-Denken, Entweder-Oder, Katz oder Koda, wie man in Bayern sagt, was soll denn das? Es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt eine Zielrichtung. Und diese Zielrichtung muss erreicht werden, egal jetzt in welcher Richtung auch immer. Jeder kleine Baustein, so meine Meinung, dient dazu, den anderen langsam davon zu überzeugen, dass wir in einem korrupten System leben, welches eigentlich nur zum Untergang der Menschheit bzw. der Natur führen kann. Diese Genau, genau. Überzeugungskraft, die ist gefragt, ob jetzt, wie jetzt der Öff über seine radikale Logik, Punkt, oder du über deine Gemeinwohlwirtschaft das erreichst. Lass es dahingestellt sein. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt immer nur und. Es kann kein Plus-Minus da sein, weil ansonsten ein Plus-Minus ergibt null. Es ergibt keine Veränderung. So, und deswegen sage ich, wir müssen plus, 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 plus aneinanderreihen. Und dann könnte es vielleicht einfach sein, dass man nach und nach, nochmal, hier geht es um Kernerarbeit, um Überzeugungsarbeit, vielleicht den ein oder anderen erreicht, der dann sagt, okay, ich höre mir das an. Ich bin dabei. So wie der Louis mich angesprochen hat und ich gesagt habe, hey, kann nicht schaden. Was soll's? Ich höre mir das einfach mal an. So, und wenn man dann drin ist und diese Freizügigkeit genießt, dann möchte man sie weiter behalten. So, das war jetzt mein Schlusswort. Und wegen dem anderen, wegen diesen ganzen anderen Problemen, die ich auch sehe, wirklich dramatisch empfinde, sage ich nur eins. Normalerweise liegt in jeder Krise eine Chance. Wenn jetzt die Krise so dramatisch ist, wie sie sich derzeit darstellt, kann das womöglich für die Argumentation behilflich sein, weil ja selbst das dümmste Kalb derzeit
auf die Probleme mehr oder weniger gestoßen wird. Da wird er hineingetreten in diese Probleme. Da muss das eigentlich sehen. Hier habe ich einfach nur das Problem, wie können wir dieses PSYOP, diese psychologische Kriegsführung, die auch letztendlich stattfindet, durchbrechen? Das ist die einzige Frage. So, das war's jetzt. Ich wünsche allen eine Danke fürs Zuhören und ja, gute Zeit, bleibt gesund. Noch Öff, irgendjemand etwas Wichtiges? Ich mache mal erstmal vielleicht mein Schlusswort so und dann können wir gucken, ob noch was dazu kommt. Also wie der Thomas mir das freundlicherweise schon so angeboten hat. Und ich greife das mit dem Plus, Plus, Plus auf. Man kann auch drüber reden, wo sind die Akzente? Also was ist jetzt wie wichtig von den Ansätzen? Halte ich auch für wertvoll, dass wir darüber weiter reden. Aber, und ich richte mich damit nochmal gezielt an diejenigen, die über die Zensur dieser heutigen Sendung entscheiden würden. Bei den Akzenten, über die wir noch weiter diskutieren, also wenn der Dylan zum Beispiel auf die Marktwirtschaft als Ursache hinweist, so weist er aber gleichzeitig auch darauf hin, dass diese Ursachen auch diskussionsunterdrückend wirken und dass das nicht sein darf, dass man das auf jeden Fall auch aufbrechen muss, auch mit freier Argumentekultur. Also, wo wir diesen Hebel der freien Argumentekultur anwenden können, sollten wir ihn so direkt wie möglich anwenden. Also da wird ein Dylan auf jeden Fall auch dahinter stehen. Genauso, wenn der Louis sagte, wie kann ein Sekretär jetzt, der bei dieser Strategie, die ich vorschlage, dieser zugespitztesten Strategie, am besten mitwirken, habe ich ja gesagt, lass uns das im Forum weiter besprechen. Einladung auch an alle anderen hier. Wir können das jetzt weiter konkretisieren und können da gute Fortschritte mit einführen. Oder wenn Gela sagt, sie denkt, es braucht Gerichtsprozesse, da hatte ich ja gesagt, besser wäre natürlich, wir schaffen einfach die Klärungskommunikation auf der argumentativ-politischen Ebene. Also das sind dann Parteien, Bundestag, also solche Gremien, wo über Dinge diskutiert wird und nicht einfach gleich vor Gericht. Also die Demokratie funktioniert ja nicht zuerst vor dem Richter, sondern in der demokratischen Diskussion. Also sollte es sein. Das heißt, das wäre mir am liebsten, habe ich auch der Staatsanwältin in Berlin geschrieben, mit der ich darüber diskutiere, ob das Strafverfahren gegen mich eingestellt werden soll oder nicht. Ich habe gesagt, nein, bis zur Klärung, irgendeine Klärungsform will ich ja erreichen. Also es muss weitergehen. Müsstet ihr nicht eine riesige Unterschriftenaktion machen in diesem Sinne, als mit in diesem Sinne dieser Patientenverfügung und bis hin zu Reservaten? Solche Erklärungen, müsste das nicht von Millionen Leuten unterschrieben werden, damit wir da wirklich Ja. vielleicht irgendwo Gehör kriegen beim Journalisten? Ja, genau. Dylan, du sprichst an und da merkt man, wir sind ja da eines Geistes. Ne? Also nicht, dass der Zensor jetzt meint, gut, der Öff-Öff hat eine Argumentation vorgebracht, der lässt sich jetzt nicht mehr menschlich oder intellektuell oder moralisch widersprechen. Das darf ich jetzt nicht zensieren. Nicht, dass er denken würde, aber an anderer Stelle steckt ja was drin in der heutigen Sendung, was vielleicht doch gewaltbereiter oder ja irgendeine Schiene mit reinbringt, die wir dann vielleicht doch zensieren und dann zensieren wir das Ganze, weil die Schiene war ja auch mit drin. Also da will ich jetzt bei meinem Abschlusswort nochmal ganz deutlich sagen, wir sind alle der Auffassung, dass diese Argumente, die aufgeschlossensten Argumente, die rationalsten Argumente, dass die erstmal jetzt auf den Tisch kommen sollen und dann kann man über andere fraglichere Dinge diskutieren. Aber aus dieser Sendung tritt sozusagen euch, liebe Zensoren, eine Gruppe entgegen, die auf diese argumentative Kraft bauen will. Und wenn ihr das trotzdem zensiert, zensiert ihr eine Gruppe, die als Gruppenstandpunkt so eine Linie bejahen kann, wie ich sie erklärt habe. Und überlegt, ob ihr das vor euch als Menschen, als intellektuelle Wesen, als moralische Wesen, als Demokraten vertreten könnt. So, und noch das Letzte, die Gela hat ja eben dann gesagt, vor Gericht, das kann ja auch dazukommen. Ich glaube auch, dass das kommen wird. Weil wir sehen ja, dass die argumentativ-demokratische Ebene nicht gerade bereitwillig geöffnet wird von den Regierenden oder den Politikern. Insofern bleibt uns am Ende mit dem gewaltfreien Widerstand nichts anderes übrig, als wie Gandhi es gesagt hat. Wenn du mit den Leuten nicht reden kannst, musst du halt auch ungesetzlich dich verhalten, dass sie dich einfangen, verhaften, was weiß ich, vor Gericht stellen. Dann ist vielleicht der einzige Weg, auf dem man die Gesprächsklärung weiterführen kann, die gerichtliche Auseinandersetzung. Und wenn es alles nicht klappt, dann sitzt du im Knast. Eventuell ist das gelebte Vorbild, dass in einer ungerechten Gesellschaft der Gerechte vielleicht gar keinen anderen Platz mehr hat als den Knast, wenn er nicht erschlagen wird noch oder so. Eventuell ist das etwas, was da nicht vermeidbar ist, aber wir bieten gerade auch jetzt mit der heutigen Sendung bis ins Extrem an, dass man sich auf Basis von eindeutiger Argumentation miteinander ins Gespräch begeben kann. Das sollten alle mit öffnen.
statt es einzuschränken oder zu zensieren oder zu blockieren, eben dann auch, indem man das löscht und so. Okay, das steht sozusagen als Tenor für mich jetzt klar fest und ist der Gegenstand der Entscheidung derer, die sagen, so etwas wird zensiert oder wird nicht zensiert. Steht es mit euch und eurem Gewissen aus? Ja, insofern, das war dann mein Schlusswort für heute. Ich danke euch allen, Ja, das ist wirklich cool. mein kleiner Schlusssatz noch. Ich erlebe das im Moment so, dass wir kurz davor sind, dass der Volkszorn quasi kurz davor ist, uns als Juden mit Zyklon B zu behandeln. Ja, und dass sowas in der Marktwirtschaft immer wieder kommt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn das mit den Kommunen sehr stark wachsen würde oder vielleicht so eine riesen Unterschriftenaktion gäbe, die Basis unterstützen würde als Partei oder sowas. Aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn irgendwas schnell passiert Richtung Partei oder Richtung Kommune. Denn das Ganze wird immer wieder kommen. Wir werden immer wieder solche Situationen bekommen. Die Marktwirtschaft macht das so. Hat noch jemand ansonsten, Luis Gehler, noch ein ganz wichtiges Schlusswort? Luis ist draußen. Hi, Luis ist draußen und Gehler, bist du noch da? Gehler, bist du noch da? Gehler? Ich höre nichts mehr von ihr. Nee, da tut es jetzt auch gerade. Wir haben gerade die Situation des Absturzes. Also sagen wir schnell Tschüss. Bis zur nächsten Also, Woche. ja, Viele ich füge noch hinzu, das, was der Dylan gesagt hat, muss auch möglich sein, dann im Sinne der freien weiteren argumentativen Auseinandersetzung, ob auch sowas wie Marktwirtschaft immer wieder zu diktatorischen Verhältnissen und faschistischen Verbrechen gegen Menschen führen kann. Auch so etwas muss diskutierbar werden. Wenn schon klar ist, dass wir diese argumentative Aufgeschlossenheit haben, für die ich eben jetzt hier eingetreten Das Wesen der Marktwirtschaft ist diktatorisch. Richtig, da gebe ich denen recht. Muss so sein, diktatorisch, weil es kann nur einer bestimmen, und zwar derjenige, der das meiste Geld Die einsackt. Wirtschaft bestimmt im Moment diktatorisch, und das macht sie immer in der Aber ich Marktwirtschaft. meine, wenn ihr schon so diese dicken Pauken haut, so, ne, mir ist aber wichtig, ne, versteht ihr wahrscheinlich. Ihr könnt meinem Anliegen ja folgen. Nochmal mit Blick auf den Zensor. Natürlich kommen jetzt wieder Begriffe, wo man leicht sonst sagt, das sind jetzt die Begriffe, wo man den roten Knopf jetzt wieder drücken kann. Deshalb bitte ich als Schwerpunkt für uns diese argumentative Offenheit, diese Bereitschaft, erstmal nicht auf die umstreitbaren Punkte, sondern auf ganz unbestreitbar eindeutige Linien sich zu konzentrieren, wie ich das vorgetragen habe. Wenn wir damit durch sind und ihr, liebe Zensoren, sagt, das darf man nicht mehr ablehnen oder löschen, das muss auf den Diskussionstisch zugelassen werden. Dann sind wir bei nächsten Schritten und ich behaupte, das könnt ihr dann aber auch anschließen, dass auch solche Standpunkte, wie sie jetzt von Dylan und Thomas nochmal sehr mit Reizworten für euch auch formuliert wurden, die müssen Ja, auch offen wobei diese diskutierbar Worte noch sein. nie zu irgendwelchen Löschungen geführt haben. Also da habe ich keine Sorge. Doch, also jetzt der Vergleich mit den Juden, also jetzt dann zum Beispiel hier, das kann zu Löschungen führen, habe ich schon erlebt, aber ich lasse es mal offen. Wenn klar ist, dass wir anfangen mit den Argumenten, die nicht gelöscht werden dürften, dann ist einer der nächsten Schritte auch, und das schließe ich jetzt halt an, weil es dann schon mit in der Diskussion sein wird oder der Überlegung für die Zensoren. Schaut euch an, es gibt da im Mainstream von führenden Leuten auch der Zukunftsforschung, wie Professor Harald Welzer, kann den Link geben oder kann in die Sendung mit dazugestellt werden, gibt es genau zu diesem Thema, wie weit die jetzige normale, auch marktwirtschaftliche, kapitalistische oder soziale marktwirtschaftliche Gesellschaft, inwiefern die wirklich in so einer Gefahr ist, auch zu einer digitalen Diktatur zu werden, die schlimmer ist als alle Diktatoren vorher. Da hat er in einer Bildungssendung das ausführlich erläutert, warum das so gesehen werden kann in so einer Logik. Und stellt euch dann die Frage, ob diese Dinge mit auf den Diskussionstisch zugelassen werden müssen, von Leuten, die bereit sind, sich so auf das Unbestreitbarste zu konzentrieren, wie wir das versuchen. Also ist mir wichtig, das einmal nochmal zu betonen, um die größtmögliche Kraft, ihr versteht das bestimmt, in dieser Sendung jetzt auch zu haben, dass es keine Ausflüchte geben kann. Deshalb denke ich, ist es gut, wir konzentrieren uns vor allem auf das, was völlig unbestreitbar ist. Und können dann von da aus auch leicht weitergehen
zu Dingen, dass auch umstreitbare Standpunkte, wie jetzt die ihr hier beschreibt oder die der Harald Welzer in seinem Videointerview da sagt, die müssen öffentlich diskutierbar sein. Die müssen auch zugelassen werden. Alles klar. Das Problem, was ich hier einfach nur sehe... Ja, vielleicht nur ganz kurz, da die Telefonleitung abgestürzt ist, sollten wir wirklich jetzt langsam das Ende suchen. Ich bin gleich fertig. Die Zensoren sind in aller Regel Algorithmen. Das machen in aller Regel eigentlich gar nicht mehr irgendwelche Leute. Ja, du schüttelst da einen Kopf. Also ich persönlich fürchte, dass es bestimmte gar nicht YouTube ist, sondern bestimmte Leute, denen die Sendung nicht passt, die melden die sich bei YouTube und die löschen dann einfach. Die Algorithmen werden ja eingestellt, zum Beispiel welche Reizworte. Wenn da Impfen nicht vorkommen kann, ne, dann hat jemand das natürlich als Mensch auch entschieden, dass die Algorithmen so eingestellt werden, dass sie es rauslöschen. Richtig, aber da gibt es eben die DSGVO. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Alles klar. Dann lass uns das noch weiter diskutieren. Auf nächste Woche. Und im Forum. Lasst es uns weiter diskutieren. Ne? Lasst es uns weiter diskutieren. Aber ich glaube, wir haben jetzt klar gemacht, dass wir jedenfalls hier eine Gruppe sind, die diese Grundlagenlogik hat. Wir wollen uns vor allem an euch wenden, mit der Offenheit so zu diskutieren, dass wir das Unbestreitbare auch aus eurer Sicht zum entscheidenden Knackpunkt machen wollen. Alles klar, dann bis nächste Woche und schade, wie gesagt, die Telefonleitung hält offensichtlich nur 2 Stunden 8 Minuten. Also tschüssi, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss, tschüssi, Luis, tschüssi. Tschüssi. Servus.